Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Wir wollen uns heute in einem zweiten Mal Warhammer 40k besehen, betrachten. Wir haben das in der allerersten Episode schon einmal getan und ich habe mir den gleichen Spezialisten noch einmal eingeladen, weil das so schön funktioniert hat. Einen wunderschönen guten Tag, Saishiro. Ja, guten Tag, morgen, Nachmittag eigentlich Genau, effektiv. wann auch immer man das Video hört. Genau, wir haben beim letzten Mal einen sehr groben Überblick über quasi alles gegeben. Was ist Warhammer 40k? Wir haben so ein bisschen das Imperium vorgestellt, ganz wichtig. Da fehlen natürlich noch ein paar Aspekte oder wir können da noch ein bisschen genauer reingehen und genau das wollen wir heute tun. Was haben wir uns denn heute ausgesucht? Ja, also du hattest mich ja gebeten, heute mal mit dir ein bisschen weiter die Inquisition zu beleuchten. Die großen Ordos, die Fraktionen interna und was, glaube ich, auch für unsere Rollenspielfreunde recht interessant sein wird. Wie kommen wir da eigentlich rein in diesen ganzen Spaß? Genau. Wie kommen wir da rein? Es gibt ja es gibt eine ganze Menge Systeme, die dann aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden sind. Wir wollen uns jetzt die erste und so ein bisschen auch die zweite Edition ansehen, in dem dann mit einem W100 gewürfelt wird. Und da gibt es dann auch verschiedenste Bücher, unter anderem dann die Death Watch. Auch die werden wir heute betrachten, aber das ist nicht das Grundlegende, weshalb wir uns dann heute die Inquisition ansehen. Wir wollen über Dark Heresy sprechen oder im Deutschen dann Schattenjäger und da dann eben die Akoluten, die kleinen Bauern des Inquisitors, die dann da rumlaufen und in den verschiedenen Ordos verschiedene Feinde töten. Ja, da setzen zumindest die Rollenspiele an. Man sollte dazu sagen, erste, zweite Edition der Fantasy Flight Rollenspiele, Pen and Paper-Verse, weil ich glaube, beim Tabletop sind wir inzwischen in der 9., 10. Edition, frag mich nicht, ist das Games Workshop. Genau, also wir betrachten vor allem dann Pen and Paper Rollenspiele und der Fluff ist natürlich dann eigentlich gleich. Also es ist, wenn man Tabletop spielt, das wird sich alles irgendwie so ein bisschen unterscheiden, je nachdem, welchen Kodex man betrachtet. Aber ich denke, man kann mit diesem Überblick kann man auch Tabletoppen, man kann aber eben auch Rollen spielen, man kann Pen and Paper spielen. Ich Gut. denke, uns geht es uns hier hauptsächlich auch eher zum Pen-and-Paper-Rollenspiel und weniger Genau. jetzt ums Tabletop, weil, sind wir mal realistisch, auf dem Tabletop muss ich nicht wirklich wissen, warum der Inquisitor da hinten auf dem Feld steht. Ja, richtig, genau. Und warum er rot angemalt ist und nicht schwarz. Ja. Das hat natürlich auch nochmal eine ganz tolle Geschichte, aber ja, genau. Wir wollten uns heute ansehen die drei großen Ordos und dann auch noch die Lesser Orders, die kleineren, die dann wenige Mitglieder haben. Wir wollen über Gesinnung und Fraktion sprechen und erklären dann so ein paar Hintergründe. Ich glaube, man sollte im Vorfeld den ersten Frostcast gehört haben, beziehungsweise dann den ersten Überblick. Das ist nicht unbedingt nötig, aber es würde helfen. Wäre nicht schlecht, ja. Ja, wir haben beim ersten Mal haben wir schon so ein bisschen über das Imperium gesprochen, so ein galaktisches Feudalsystem, was sich über das gesamte, ja, über die Milchstraße eigentlich so ein bisschen ausbreitet. Es gibt da diesen Adel und diese Bauernklassen. Und normalerweise ist man darin sehr gefangen. Also der Adel bleibt in seinen Burgen und passt dann eben auf die Bauern auf und die Bauern müssen dann irgendwie produzieren. Ob sie jetzt auf einer Schmiedewelt dann am Hochofen stehen und irgendwelche Panzer bauen oder ob sie dann in irgendeiner Hive-Welt, weiß ich nicht, Maschinenöl produzieren oder sowas. Das ist eigentlich egal. Aber die Bauern bleiben bei den Bauern und der Adel bei dem Adel. Jetzt gibt es allerdings die Inquisition und die bricht so ein bisschen aus diesem Klassen- und Kastensystem aus. Die sind so ein bisschen befreiter. Erzähl uns doch mal ein bisschen, gib uns einen kleinen Einblick zu der Inquisition. Wie ging das alles los? Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an und sagen, alles, was ihr jetzt hört, bedeutet für einen normalen imperialen Bürger den Tod. Das ist wichtig zu wissen, denn die Inquisition ist eine Geheimorganisation, die starken Wert auf ihre Geheimhaltung legt. Man stellt sich die Inquisition am besten als eine Mischung aus der klassischen namensgebenden spanischen Inquisition, KGB, CIA und noch ein paar anderen unschönen Geheimdiensten vor. Ja? Also da wird mit allen Mitteln gearbeitet. Aber das Ganze findet trotzdem im mehr oder weniger feudalen Rahmen des Imperiums statt. Das bedeutet natürlich, dass die Inquisitoren selber hohe Tiere sind und sich normalerweise einen Kader aus fähigen Personen um sich scharen. Den nennt man dann auch Kader. Und dieser Kader setzt sich meistens aus mehreren Kreisen zusammen. Es gibt den inneren Kader, der direkt mit dem Inquisitor an sich reist und mit diesem durch die Galaxis zieht, um was auch immer die Aufgabe des Inquisitors ist. Dazu kommen wir noch später auszumerzen oder zu finden. Und dann gibt es die äußeren Ringe, die sich dann aus verschiedenen Akolyten zellenmäßig organisiert zusammensetzen. Wie groß diese Kader sind, das kann sogar sein, dass der Inquisitor sowas selber gar nicht weiß. Und es kann auch sein, dass dieser Kader gar nicht weiß, dass man für die Inquisition arbeitet. In beide Richtungen ist das eben eine Mischung aus Geheimnis und es interessiert mich nicht.
Ja, und viele Inquisitoren sagen auch mit voller Absicht, ich will gar nicht wissen, wer meine Akolyten genau sind. Damit, sollte ich gefangen genommen werden und gefoltert werden, ich diese Information nicht preisgeben kann. Oder noch schlimmer, sollte ich irgendwann selbst so radikal werden, wir merken uns das Stichwort mal, sollte ich irgendwann, bin ich gerade einer von den guten Jungs, aber sollte ich irgendwann mal selbst so ein bisschen verdreht werden, ich will dann auch meine eigenen Leute nicht umbringen. Auch dazu werden wir im späteren Verlauf kommen. Also es macht schon Sinn, dass ich selbst nicht alles weiß, aber die Verantwortung an wenigen Stellen dann guten Leuten, denen ich vertrauen kann, abgegeben habe. Da können wir dann über die Interrogatoren sprechen, über die Thronagenten und so, aber dazu kommen wir dann jetzt. Genau. Man sollte auch noch dazu sagen, dass eigentlich das wichtigste Werkzeug der Inquisition ist, ohne um Monty Python zu verfallen, zum einen der Ruf der Inquisition ist. Die Inquisition hat im allgemeinen Imperium, obwohl eigentlich alles für sie geheim ist, einen sehr schreckenserregenden Ruf. Ja, also das sind die bösen Foltermeister, die ultimativen Autoritäten. Niemand kann dem Blick eines Inquisitors widerstehen. Das ist zum einen ihre Autorität und zum anderen bekommt jeder Inquisitor, zumindest jeder volle Inquisitor, von seinen Kollegen, dazu kommen wir noch, wie das genau funktioniert, aber von seinen Kollegen bekommt er einen sogenannten Rosarius ausgestellt. Eine Inquisitionsrosette nennt man sie auch, je nachdem, in welchem Quellenbuch man wieder liest. Das ist so eine Mischung aus Amtssiegel und Universalschlüssel. Also das ist eigentlich dieses große rote I mit dem Totenkopf manchmal drin. Das ist eben diese ganz berühmte Rosette oder dieses Siegel der Inquisition. Allein das verbreitet schon Schrecken. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, das ist eben nicht nur ein einfaches Abzeichen, sondern das ist auch ein USB-Stick, da ist ein Biosensor drin, DNA-Scanner, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Unter anderem auch Türen öffnen. Genau. Wie schon erwähnt, es funktioniert als Universalschlüssel. Fast alle imperiale Tech lässt sich mit einem Rosarius öffnen oder bedienen. Aber wie gesagt, dabei liegt der Fokus auf fast. Die Autoritäten der Inquisitoren wirken nach außen hin sehr uneingeschränkt, sind es auch, aber nach innen hin hat die Inquisition trotzdem Struktur und Rang untereinander. Das heißt, es gibt manche Rosarien, die sind besser als andere, aber dazu kommen wir noch. Ja, und im Groben sagt man, von außen zumindest, dass die Inquisition in drei große Ordos unterteilt ist. Bevor wir jetzt zu den Ordos, Malius, Xenos und Hereticus kommen, vielleicht noch kurz, was ist ein Ordos? Ein Ordos ist effektiv eine Versammlung von Inquisitoren. Das können zwei sein, das können auch 30 sein. Das sind nicht viele. Selten ist ein Ordo wirklich sehr viel größer als das. Außer es ist einer der drei Hauptorden, die sind größer. Und diese Leute kommen relativ informell zusammen und nehmen sich irgendeines Problems an, das sie selber für wichtig erachten. Die Inquisitoren haben in dem Sinn nicht wirklich Vorgesetzte. Ja? Das ist alles so ein Gentleman's Club of Peers, würde man im Englischen sagen. Also man sitzt dann als Ratsmitglied gemeinsam am Feuer in einem Sessel oder sowas und dann liest man nicht unbedingt die Tageszeitung oder sowas, sondern man beratschlagt jetzt die neuesten Probleme im Imperium, irgendwas, was einem aufgefallen ist, irgendwas, was einem sauer aufgestoßen ist, irgendwelche anderen Probleme mit anderen Inquisitoren, wie gesagt, die genauen Spezifika können wir dann im späteren Verlauf nochmal diskutieren, aber irgendwas, was einen stört und die anderen Ratsmitglieder auch stört und dann bildet man diesen großen Ordo, mehr oder weniger groß, ob das wie gesagt dann 30 sind oder drei. Ja, und da wird dann eben überlegt, wie man dieses Problem am besten angeht. Ja, weil man wieder unterscheiden muss, ein Ordo ist quasi die thematische Vereinigung. Also ein Ordo sagt quasi, wir kümmern uns jetzt mal prinzipiell um Xenos. Okay. Das heißt, unsere Mitglieder beschäftigen sich wirklich größtenteils damit, das Imperium gegen Xenobedrohungen zu verteidigen. Oder natürlich, das ist die andere Option, eine Konklave. Das ist fast genauso wie ein Ordos, aber das ist bedrohungsspezifisch. Also quasi ein Konklave tritt zusammen, wenn gerade was Akutes ansteht. Also quasi Xenospezies XY hat gerade diesen Planeten unterwandert, jetzt bilden wir einen Konklave, um dieses Problem zu beheben. Das ist wirklich nur temporär. Ja? Da kommen Inquisitoren, teilweise auch von unterschiedlichen Ordos, zusammen und einigen sich quasi darauf, jetzt erstmal den Feind zu bekämpfen, dann schauen wir weiter.
Genau, die haben unterschiedliche Herangehensweise. Meistens versuchen sie sich dann so ein bisschen zu einigen und dann Kompromiss zu finden. Also es wäre natürlich jetzt sehr einfach, dass man dann diesen Planeten, auf dem dann eine Xenospezies gelandet ist, dann einfach wegbombt. Das wäre sehr einfach, aber gerade wenn das irgendwelche wichtigen Planeten sind, dann will man sowas natürlich vermeiden, um die Struktur da aufrechtzuerhalten, um weiter Steuern einzubeziehen. Und dann muss man da eben mit seinen Akoluten landen. Wahrscheinlich wird man da selber gar nicht hinfahren, es sei denn, es ist halt eine wirklich große Bedrohung. Aber meistens sind dann die kleinen Mitglieder, die dann der Inquisitor um sich geschaut hat, das sind dann so die Bauern, die er dann runterschickt. Überprüft mal, welche Städte haben sie schon unterwandert, wie haben sie sie unterwandert. Macht mal eine Meldung, schreibt einen kleinen Bericht und dann zeigt ihr mir mal, was ihr so habt. Und wenn ich in 5 Jahren nichts von euch höre, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr gefallen seid. Genau. Ja, das ist ungefähr der Modus operandi, zumindest für grundlegende Aufklärungsarbeiten. Man sollte jetzt aber dazu sagen, dass es da auch unterschiedliche Inquisitor-Typen gibt. Ja? Manche schicken da halt ihre Akolyten vor und andere, wenn ihr zum Beispiel Bücher gelesen habt, Eisenhorn, das ist jemand, der kann überhaupt nicht delegieren. Ja? Der macht alles selber. Die gibt's auch. Und ist ihm überlassen. Ja? Also wenn er das gerne so möchte, dann macht er das halt alles selber. Kein Problem. Genau, wenn er dabei dann selber umkommt, weil die Xenos dann besonders bösartig sind oder einfach stärker als der Mensch, dann hat er natürlich ein Problem. Deswegen werden viele erst einmal die Akolyten vorschicken. Aber wie gesagt, es gibt dann auch den Fall, dass der Inquisitor auch selbst mal runterfliegt und nach dem Rechten schaut und dann vielleicht auch vergiftet wird oder sowas. Oder was auch immer so verstehen mag, ja. Genau, die Romane sprechen für sich. Ja, in der Tat. Das tun sie. Ja, dann kommen wir, denke ich mal, zu den Ordos, zu den Großen zumindest erstmal. Genau, fangen wir erstmal mit den Großen an. Wir hatten sie beim letzten Mal schon angesprochen. Wir gehen einfach mal von der Bedrohungsstufe von unten nach oben. Wir fangen mit dem Heretikus an, Xenos, und dann machen wir mal Leos. Da mögen wir vielleicht schon einige jetzt widersprechen und sagen, aber XY ist doch schon viel bedrohlicher, aber wir haben uns jetzt einfach mal um diese Reihenfolge bemüht. Heretikus, was ist das denn? Ja, Heretikus, wie der Name schon quasi sagt, es geht um Heretiker, um die Ketzer gegen die Menschheit. Und dabei halt im Großen und Ganzen darum, innerhalb des Imperiums Menschen aufzuspüren, die gegen das Wohl der Menschheit, gegen das Wohl des Imperiums oder gegen die Wahrnehmung des Inquisitors handeln. Weil, wie wir, glaube ich, im Anfang des Videos schon mal erwähnt haben, wirklich beweislastig ist das Imperium nicht. Ja, also der Inquisitor kommt mit quasi unbegrenzter Autorität rein und wenn der sagt, ja, du bist ein Heretiker, dann Scheiterhaufen. Auf dem Modus operandi operiert der Ordo Hereticus auch im Großen und Ganzen. Genau, das können einfache Verschwörungen sein. Die müssen gar nicht erstmal was mit dem Chaos zu tun haben oder eben mit irgendwelchen Warp-Mächten. Aber, das haben wir auch schon mal besprochen, wenn man gegen das Imperium arbeitet, dann arbeitet man auch gegen den Imperator. Und wir wissen ja, dass der Imperator ist quasi Gott, göttlich. Und dementsprechend ist es nicht einfach nur eine Verschwörung gegen einen Staat, sondern es ist Ketzerei oder Häresie. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass in 40k die Religion quasi Menschheit ist. Dazu gibt es auch die ultimative Strafe. Und zwar die Exkommunikation von der Menschheit. Das ist so die Ultima Ratio, die effektiv der Ordo Hereticus zur Verfügung hat und auch gerne benutzt, dass er quasi jemanden zum Exkommunikaten aus der Menschheit erklärt und damit effektiv für vogelfrei. Hereticus ist eher der Infiltrationsorders. Ja? Also allein aufgrund der Tatsache, dass Hereticus sich viel um interne Belange kümmert und wirklich Mensch zu Mensch operiert, ist er natürlich ganz viel mit Infiltration unterwegs. Was es eine sehr populäre Auswahl auch macht für angehende Spielleiter, um quasi den Inquisitor, der in Dark Heresy die Gruppe leitet, also als Hereticus-Inquisitor auftreten zu lassen, bietet sich halt einfach an, je nach Spielstil, den man wählen möchte. Aber das ist ein relativ guter Einstieg. Das macht auf alle Fälle in meinen Augen Sinn für den Einstieg. Denn wenn man gleich gegen Dämonen oder gegen irgendwelche übermächtige, mehrere Jahrhunderte alte Aliens dann in den Krieg zieht, dann kann es doch schon sein, dass man diesen Kampf verliert. Wenn man jetzt gegen andere Menschen in den Krieg zieht, die erst einmal nur verschwören, wie auch immer das dann aussieht, dann besteht zumindest eine 50-50-Chance, dass man da siegreich herausgeht. Und wenn man sich eben besonders gut anstellt, dann kann man diese Prozente noch in seine eigene Richtung drücken. Kommt immer drauf an, wie man auftritt, ob man da den geheimen Weg wählt, was, wie gesagt, bei einer Verschwörung dann meist der Fall ist. Man sollte dann nicht unbedingt mit seinen Waffen herumballern und irgendwelche Adligen umschießen,
Da zieht man dann meistens doch den kürzeren, wenn die sich denn verteidigen sollten. Also man muss da sehr aufpassen, wie man diese Bedrohung dann angeht. In der Tat. Und was man auch dazu sagen sollte, was natürlich für Heretikus und Inquisitoren auch sehr interessant ist, ist die Infiltration der imperialen Strukturen von innen heraus quasi. Der innere Feind. Ja, aber auch aus ihrer Sicht. Also ich kann mich auch an gute Beispiele erinnern. Nur als kleine Anekdote, ein Kommissar wird zugeteilt, irgendein Strafregiment zu beaufsichtigen, das eine Strafkolonie zurückerobern soll. Okay, gut. Er geht halt runter, wird seinem Regiment vorgestellt. Ja, hier ist das Regiment, der Regimentsarzt. Geht mal rein, schaut mal, was ihr ausrichten könnt. Er geht halt rein und die kämpfen sich da durch, kommen dann am Schluss mehr oder weniger siegreich wieder raus. Das war eher mehr, weil Kolonie zurückerobert, Verluste 80%. Egal, passt schon. Und irgendwie geht ihm jetzt der Medic ab. Und er erkundigt sich bei seinem Quartiermeister, hey, wo ist denn unser Mediziner? Welcher Mediziner? Wir hatten keinen Mediziner, noch nie. Und wer war, wer? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ja, und das ist dann so ein klassischer Fall von Inquisitionsinfiltration. So, wir hatten da einen Inquisitionsaufseher dabei, der hat halt mitgekämpft, der war dabei, hat sich als Medic getarnt, die Papiere haben natürlich gestimmt, weil im Hintergrund irgendwo ein Inquisitor dahinter stand und gesagt hat, ja, das passt. Und was? Wir wissen von nichts. Genau, das sind dann die verschiedenen ja, Identitäten. Man spricht davon, dass man sich dann nicht nur einen Decknamen ausdenkt oder Papiere besorgt, sondern dass dann diese Kontakte dann tatsächlich ziemlich ausgearbeitet werden, dass man zumindest für eine temporäre Mission kann man sich dann diese Identität erschaffen und dann auch mit verschiedenen Spezifika dann eben noch angehen. Und zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung ist dann da dieser Arzt. Danach kennt ihn aber keiner mehr. Und dieses Gesicht hat man auch noch nie gesehen, weil wurde irgendwie chirurgisch oder chemisch verändert oder wie auch immer. Und man muss auch dazu sagen, Identität im Imperium ist ein bisschen schwierig. Also so ein richtiges Melde- und Ausweiswesen, wie wir es heute in Deutschland zumindest kennen, gibt es eigentlich nicht im Imperium. Also Wir haben natürlich sowas wie ein Adeptus, beziehungsweise wir haben natürlich sowas wie einen Orden, der das Ganze dann auch aufschreibt irgendwie. Aber das sind dann eher sowas wie grobe Zahlen, nach dem Motto, wir haben hier gerade 1 Milliarde Menschen oder wir haben 5 Milliarden Menschen. Und davon sind halt 1 Milliarde, die dann irgendwo in den Krieg ziehen, weil wir gerade irgendwie so eine Kriegswelt haben. Da sind aber dann weniger Namen bei oder diese Namen, das dauert einfach, bis man die alle nach und nach aufgeschrieben hat oder diese Papiere gehen verloren oder die werden in irgendwelche unterirdischen Bibliotheken gebracht, die kein Schwein dann sich mehr ansieht, weil es sind einfach zu viele Namen. Und dementsprechend ist Identität oder das Individuum nicht wichtig. Es ist nur wichtig, wir haben gerade 1 Million da oder wir haben 1 Milliarde da. Das ist das, worauf das Imperium gerade schielt. Ja, es gibt natürlich schon wichtige Individuen, die dann auch anders identifiziert werden, aber so die grobe Masse, ein Ausweis, der auf der anderen Seite des Imperiums ausgestellt wurde, ja, wird niemandem hier, wo du jetzt gerade bist, irgendwas sagen, geschweige denn wird überhaupt die Autorität des Gouverneurs bekannt sein, der diesen Ausweis ausgestellt hat. Das heißt, wer auch immer du bist, ja, sehr lustig. Das Ausweiswesen ist also wie gesagt sehr problematisch im Imperium. Aber für die höheren Klassen, und da kommen wir auch wieder auf die Rosette oder den Rosarius zurück, dafür gibt es andere Identifikationsmöglichkeiten. Die werden üblicherweise vom Adeptus Mechanicus bereitgestellt. Das sind dann Genschlüssel zum Beispiel, die die Person wirklich mehr oder weniger eindeutig identifizieren. Oder auch Sachen wie Stimmmusteranalysen, das ganze Zeug. Alles, was halt das lokale Technik hergibt, kann schon auch benutzt werden und wird auch für höherrangige Individuen, die Autorität innehaben, benutzt. Aber für den normalen Akolyten eher weniger. Genau, also normalerweise sind Informationen, wenn man sie irgendwie abgreifen möchte, auf einem USB-Stick verschlüsselt, also wir nennen das Ganze mal ein Servo-Schädel, das ist einfach so ein Schädel mit einem Gehirn dran, da sind dann die ganzen Informationen drin und der fliegt dann rum, scannt dann den Bio-Apparat, also den Akoluten, greift da auf die DNA zurück und wenn dann diese DNA freigegeben ist, dann bekommt man eben auch die Informationen über so einen Holo-Bildschirm. Nur eine von vielen Möglichkeiten, ja, es gibt auch Pheromon-Track oder was auch immer man sich ausdenken möchte. Also da ist es im Panel relativ offen, was sowas angeht. Genau, was wir dann auch noch erwähnen sollten, wir haben jetzt so die Infiltrationsseite gebracht, was der Heretikus oft macht und viel macht. Aber natürlich hat man es öfter auch mit Ketzern zu tun, die da recht resistent sind und sich nicht sehr gut überzeugen lassen oder schon so groß in ihrer Ketzerei gewachsen sind, dass sie eigentlich mit Infiltrationsmethoden kaum noch beizukommen sind. Und
da rufen dann die jeweiligen Ordos üblicherweise ihre Kammermiliz an. Und die Kammermiliz für den Ordo Hereticus sind die allseits bekannten und beliebten Nuns of Guns, die Adeptus Sororitas. Genau, die hatten wir im vorhergegangenen Podcast kurz angesprochen. Wir hatten gesagt, es sind Kriegsnonnen, so kann man sie tatsächlich bezeichnen. Woher kommt das jetzt? Die Kirche hatte einige Probleme. Zwischen dem 30. und dem 40. Jahrtausend gab es dann ein paar Päpste, so kann ich sie einfach mal nennen. Es gab ein paar Päpste, die sich da aufgeschwungen haben, die wollten mehr Macht haben und die hatten auch eigene Legionen, die haben dann Krieg geführt und haben dann einfach diesen Krieg verloren und waren am Ende, ja, ketzerisch. So kann man sie tatsächlich bezeichnen. Dementsprechend wurde dann, nachdem ein besonders großer Papst sich daneben benommen hat, wurde dann allen Männern verboten, ihr dürft, zumindest für die Kirche, keine Kettensägenäxte mehr schwingen. Das haben wir, wie gesagt, schon mal angesprochen und da hat man dann, ja, das bestimmte Schlüsselglied gesucht und gefunden und ja, es wurde allen Männern verboten, aber wir haben immer noch Frauen und die werden jetzt zu Kriegsnonnen ausgebildet. Die Adeptus Sororitas gehen etwas weiter zurück als das. Und zwar den Ekklesiarchen, den du da gerade ansprichst, diesen Imperiumsspalter, ist Vandire. Genau, George Vendor, ja, genau. Genau. Und der hat die Adeptus Sororitas ursprünglich als seine persönliche Leibgarde unter dem Titel Die Bräute des Imperators gegründet. Brides of the Emperor. Es kam dann eine Koalition unter der Führung des Reformators Thor, der quasi 40k Luther ist. Sebastian Thor, ja. Ja, quasi 40k Luther. Kam dann nach Terra und fing an, den imperialen Palast zu belagern, wo sich Vandire verschanzt hielt, zusammen mit seiner Leibgarde aus diesem Bräute des Imperators, woraufhin der Imperator persönlich die Anführerin der Bräute des Imperators zu sich zitierte. Niemand weiß, was dann wirklich geschehen ist. Sie gingen rein, blieben mehrere Stunden beim Imperator am Thron, kamen raus, richteten Vandire hin und übergaben Terra zurück an die Torianer. Und daraus sind effektiv die Adeptus Sororitas entstanden, aus diesen Kriegernonnen. Und darauf gründet sich auch in weiten Teilen deren Heiligkeit, dass quasi Begründerinnen der Orden quasi direkten Kontakt mit dem Imperator hatten. Das manifestiert sich auch im System, muss man freundlicherweise sagen. Neben den Priestern sind diese Adeptus Sororitas in Dark Heresy zumindest durchaus gewinnende Wirkung begabt. Zumindest Dark Heresy erlaubt sehr gläubigen Schwestern einiges anzustellen, unter anderem Leute wiederbeleben, Ketzer mit ihrer Heiligkeit hinrichten. Es gibt da noch einige Optionen. Sie können auch inspirierend wirken, sie können Waffen weihen, damit sie gegen Dämonen funktionieren und so weiter und so fort. Also was die Adeptus Sororitas mit ihrem Glauben anstellen können, ist gewaltig, auch im Rollenspielsystem. Laufen dann normalerweise auch in einer Servorüstung rum, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Also da sollte man bei der Knappheit, die das Imperium aufwartet, sollte man nicht glauben, dass jeder normale Inquisitor oder auch jeder normale Akolut mit so einem Exoskelett herumläuft. Das ist natürlich eine Gabe, die dann normalerweise den Space Marines vorbehalten ist, aber die kirchlichen Nonnen, die Schwestern, die dürfen tatsächlich auch jeder mit einer eigenen Servorüstung rumlaufen. Bei der Servorüstung gibt es auch noch andere Beschränkungen. Zum Beispiel wird an ziviles Personal üblicherweise nur batteriebetriebene Servorüstung verkauft. Wenn denn überhaupt. Ja, das heißt, die haben dann einfach nur eine Batterie, die haben keinen Rucksackgenerator, sondern eine Batterie, die hält halt 5 Stunden oder so und das war's dann. Da muss Batterie wechseln. Unpraktisch. Aber mit voller Absicht so. Und die Astartes und die Adeptus Sororitas haben Zugang zu diesen Fusionsreaktoren auf dem Rücken. Die haben jahrzehntelange Batterielaufzeit für ihre Rüstungen. Und dementsprechend sind diese Rüstungen auch speziell für die Adeptus Sororitas gefertigt, ähnlich wie die für die Astartes. Ja, ansonsten kann man zu den Adeptus Sororitas noch sagen, sehr gläubig, sehr auf Feuer und Flamme bedacht. Genau, wir kennen ja aus dem Christentum, kennen wir auch unsere Dreifaltigkeit. Das ist auch so wieder ein bisschen so ein Ding aus Warhammer 40k, dass man die Sachen nehmen muss und dann so ein bisschen pervertiert und überdreht. Und hier nennt sich die Dreifaltigkeit dann Bolter, Melter, Flammenwerfer. Ja, großen Katzen. Ja, seit 5000 Jahren werden damit Ketzer, Mutanten und Verräter gejagt und das funktioniert. Das funktioniert hervorragend. Das geht dann auch so weit, dass die Adeptus ganz viele Flammenwerfertruppen haben und auch Flammenwerferpanzer zuhauf, genauso wie Artillerieorgeln. Belassen wir das mal bei der Erwähnung.
Genau, kann sich dann jeder nochmal seine eigenen Gedanken zu machen. Aber wenn jetzt irgendwie das Ganze brennt und Hereticus muss ausrücken, dann kann es sein, dass eine oder mehrere von diesen Schwestern mitgeschickt werden. Und die können dann da eben auch mit aufräumen. Die können sich dann den Akoloten anschließen und damit auch diese Gruppe mit anführen. Also es gibt dann normalerweise ist unter den Akoloten ist jeder gleich. Aber gerade jetzt unter den Akoloten muss es ja auch sowas wie einen Anführer geben. Da wird dann immer gesprochen von dem ersten untergleichen. Und das wäre beispielsweise eine dieser Battle Sisters, eine dieser Kriegsnonnen, Adeptus Sororitas. Das kommt auch immer darauf an, wie der Inquisitor gerade tickt. Also es gibt durchaus Hereticus-Inquisitoren, die auch jetzt das Kommando über so eine Akolytenzelle eher irgendwie einem Gardeoffizier anvertrauen würden oder einem Priester oder vielleicht sogar einem Psioniker, je nachdem, wie der Inquisitor selber so gewickelt ist. Das kommt total auf den Kerl an. Aber üblicherweise werden natürlich die Schwestern bevorzugt, weil sie rein und glaubens sind. Genau. Zu den Psionikern, du hast sie eben angesprochen, die Battle Sisters haben meistens auch ein großes oder ein größeres Problem, weil ein Psioniker, das ist natürlich eine Mutation eines Menschen, das ist auch schon so ein bisschen heretisch, wenn man in Verbindung mit dem Warp tritt, das ist ja auch so ein bisschen Chaos. Und die meisten haben eine Abneigung gegen Psioniker. Ja, fast alle kann man sagen. Es passiert aber natürlich trotzdem gelegentlich unter besonderen Umständen mal, dass man bei irgendeiner Schwester das Screening nicht ganz so gut macht, wie es vielleicht hätte gemacht werden sollen oder der Warp einfach nicht so nett ist. Es kommt auch vor, dass schon geweihte Schwestern gelegentlich noch als Psioniker erwachen. Oh, böse, böse. Böse, böse. Das nimmt aber überraschenderweise nicht die klassische Form des Psionikers an. Also die werden nicht irgendwie zu Gateways zum Warp. Sie werden zwar trotzdem von ihren eigenen Orden quasi sofort verräumt und in irgendein Kämmerchen gesperrt und für immer verschlossen. Du darfst die Bücher sortieren. Ja, genau, du darfst die Bücher für immer wieder schauen. Nichtsdestotrotz werden diese psionisch begabten Schwestern sehr nützlich für die Inquisition, warum es auch gelegentlich vorkommt, dass Inquisitoren diese Schwestern aus ihren Orden rekrutieren, bevor sie von ihren Orden verräumt werden können. Ein Inquisitor kann sowieso alles machen, wenn er denn die ausreichenden Kontakte hat. Er kriegt. Naja, ja, alles würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also, kommt immer auf die Kontakte an. Es gibt so ein paar Dinge, die kannst du auch als Inquisitor nicht bringen. Ja? Also zum einen wäre da mal in den imperialen Palast gehen. Nö. Nein, einfach nur, nee, ist nicht. Ja gut, Terra ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, es gibt noch ein paar andere Dinge. Einem Rogue Trader außerhalb der Grenzen des Imperiums irgendwas sagen wollen, auch schlecht. Er darf ihn bitten. Er darf versuchen, ihn zu bitten, genau. Außerhalb der Grenzen, ganz wichtig. Sich eine Navigator-Gilde vergraulen, auch ungesund. Ja, gut. Und, was man auch nicht vergessen darf, die Ordensmeister der Astartes. Werde nicht von der Inquisition befehligt. Genau, du kannst sind nochmal ein bisschen losgelöst. Die Astartes bitten, dir zu helfen. Aber die sind unter keinerlei Obligation, dir wirklich zu helfen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du die falschen Astartes bittest, dann hast du andere Probleme. Aber Astartes-Video. Astartes, ja, wir machen Astartes, also die Space Marines machen wir so oder so nochmal mit einem gesonderten Podcast. Aber wir werden im Verlauf nochmal bei dem Ordo Xenos und bei dem Maleus, also dieses Mal noch, werden wir über sie sprechen. Ansonsten Psioniker, die nicht von den schwarzen Schiffen abgeholt worden sind, weil sie vergessen wurden oder weil sie versteckt wurden. Das kann ja auch immer mal sein, dass der Hochadlige einen Sohn oder eine Tochter gebiert, die diese Kräfte hat und die dann nicht möchte, dass der von den schwarzen Schiffen abgeholt wird. Das kann auch immer sein. Das sind dann die Hexen oder die Hexer, weil sie nicht ausgebildet worden sind, könnten sie blöde Sachen machen und auch dann wird der Hereticus gerufen. Teilweise. Also das ist immer so ein bisschen, das ist so das klassische Überschneidungsgebiet zwischen Hereticus und Malleus. Ja? Hereticus sagt, es sind Ketzer, weil sie haben sich der imperialen Autorität entzogen. Und Malleus sagt, es sind Dämonenanbeter, weil sie sind Psioniker und können Dämonen in die Welt schaffen, also unsere Zuständigkeit. Ja, vor allem, dann kann man sich auch gegenseitig bekriegen, vor allem, wenn man sich sowieso persönlich nicht mag. Das ist dann einfach nur der Auslöser, den man gesucht hat. Das ist dann ein perfekter Vorwand, ja. Genau. Ja, und die kommen durchaus vor. Wollen wir dann vielleicht gleich zum Adeptus, zum Ordo Maleus. Ja, ich glaube, das macht gerade Sinn. Also Hereticus hätte ich sonst auch nichts, was ich noch weiter thematisieren wollen würde. Und vom Übergang passt das gerade perfekt zum Maleus. Dann machen wir den als nächstes. Ja, Maleus, wie der Name schon sagt, Maleus, das Böse, kümmert sich im Großen und Ganzen
um alle Warp-Bedrohungen. Das sind nicht nur Dämonen. Es gibt auch eine prominente Rasse zu erwähnen, die Enslaver. Das ist eine rein Warp-basierte Spezies. Man weiß nicht, ob sie Xenos oder Dämonen sind. Das sind keine Dämonen, da sind sich relativ sicher. Und die benutzen quasi Psionika, um in die Realität zu kommen und da die Kontrolle über ganz, ganz viele Menschen zu übernehmen. Deswegen heißen die Enslaver. Und das ist auch so ein typisches Zuständigkeitsbereich des Malius. Aber das Hauptgebiet des Malius ist wirklich Chaos. Also Dämonen, Warp, die Anbetung der dunklen Götter. Das ist so das Gebiet des Ordo Malius. Und man nennt sie auch gerne liebevoll die Hexenjäger. Die haben auch entsprechend hübsche Hüte. Und ja, die sind, sagen wir mal, freundlich die Fraktion von den drei Großen, der Ordo von den drei Großen, der von seinen Kollegen des meisten Misstrauens ausgesetzt ist. Ja, vor allem, weil sie auch viel Kontakt haben. Wenn man dem Warp ausgesetzt wird, auch wenn man ihn bekämpft, man sieht diese Dinge, man riecht sie, man nimmt sie wahr, man schmeckt sie vielleicht sogar. Warp oder Limbus, wer auch immer man das Ganze nennen möchte, das kann man vielleicht nicht schmecken, aber spätestens wenn der Dämon dann in Rauch und Schwefel vor dir steht, spätestens dann wird es kritisch. Ja, und alleine der Anblick eines großen Dämons reicht aus, um normale Menschen zu töten. Der muss gar nicht mit seiner Axt rumschwingen oder laut einmal Korn rufen. Das ist völlig egal. Alleine der Anblick kann schon ausreichen, um jemanden wahnsinnig werden zu lassen. Und das ist ein großes Problem. Deswegen wird der Malius eben da auch beäugt von anderen Ordos. Ja, was die Aufgabe des Malius ist, ist ganz klar die Dämonenbekämpfung. Er ist natürlich jetzt als armer, direkt von der Straße rekrutierter Akolyt etwas auf der schlechten Seite des Glücks gelandet, wenn dein Herr und Meister beim Oremalius ist, weil hier ist ein Hammer. Ja, genau, hier ein Gewehr, ein Schwert und geh mal da vorne diesen Dämon beseitigen. Genau, 10 Meter über den Hügel, da findest du ein großes Ding, schlag da mal drauf. Also deswegen, ich finde, Malius ist für erfahrene Schattenjäger ist das ein ganz schöner, netter Orden, gerade wenn man seinen lang gespielten Charakter irgendwie zur Ruhe setzen lassen möchte. Das ist vielleicht noch so das letzte i-Tüpfelchen, aber man sollte damit nicht starten, in meinen Augen nicht. Naja, man kann das auch vernünftig betreiben. Also auch Malius arbeitet viel mit Infiltrationsstrategien, wie es die meisten Inquisitoren vernünftigerweise tun. Was allerdings bei Malius auch sehr beliebt ist, sind die Rebel Rousers. Ja, also die gibt es bei denen etwas öfter. Die rufen dann halt planetenweite Hexenjagden auf, die treten öffentlich auf, die kommen runter aus dem Weltall, stellen sich hin, ich bin Inquisitor Horst. Ich sollte nicht Horst nennen, der ist nämlich eigentlich ein ziemlich guter Inquisitor und egal. Ich bin Inquisitor Horst und wir gehen jetzt mal davor. Liebe treue Bürger des Imperators, wer dem Imperator treu ist, folge mir. Dann kommen die halt dann mit so einem 500.000 Mob an und deuten auf die Kirche und sagen, da sind Hexer drin, niederbrennen. Das funktioniert auch gelegentlich. Es ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch im ersten Podcast schon über die 4 Chaos-Götter gesprochen. Dämonen, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, sie sind tatsächlich ja Götter. Korn ist natürlich immer sehr stumpf. Also das ist so ein Kriegsgott, da ist viel Blut und viel Tod und wenn man dann 1 Million Menschen dahin geschlachtet hat in einer riesigen Schlacht, dann kann es sein, dass der Warp aufreißt und andere große Dämonen kommen. Da ist natürlich ein normaler Bürger verloren, wenn da so eine riesige Chaos-Streitmacht dann auftaucht. Aber es gibt natürlich noch 3 andere Götter und die sind dann in meinen Augen sehr interessant zu bespielen, beziehungsweise entgegenzuspielen. Wir haben da Nurgle, Slaanesh und Tsinch und über die haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Wir sollten in diesem Rahmen noch ein bisschen über die 3 anderen reden. Ja, in der Tat. Slaanesh ist so einer der Gegenspieler, der sich wirklich sehr gut anbietet, weil er halt, wie gesagt, oft auf adlige und dekadente Schichten abzielt. Teilweise aber auch auf Prostituierte, Bordellbetreiber, solche Sachen. Drogen, wenn du irgendwie im ja. Sumpfmilieu arbeitest oder sowas und irgendwelche Entführungen oder so. Genau. Insofern kann es da durchaus sein, dass Malius aktiv wird. Weil vielleicht gibt es ja bereits Hinweise auf diesem Planeten auf irgendwelche slanische Aktivitäten. Und dein Inquisitor sagt das halt einfach nur nicht und will halt wissen, was du rausfindest, ohne deine persönlichen Vorurteile zu kennen, ja, und schickt dich halt einfach mal los, wohl wissend, dass du wahrscheinlich drauf gehst, aber hey, wenn sie zurückkommen, befördern wir nicht. Ja, richtig. Kriegst ein Reinheitssiegel angepappt, herzlichen Glückwunsch. Die haben sich die Ehre verdient, viel größere Schrecken zu sehen. Ja, richtig. Ja, das ist so typische Aufgabe des Malius.
dann kommen wir vielleicht auch gleich zur Kammermiliz. Das heißt Kammermiliz, das trifft es nicht mehr ganz, aber nennen wir sie mal Kammermiliz, das Ordo Malleus. Und zwar die allseits berüchtigten Grey Knights, besonders seit Matt Ward, aber den wollen wir mal hier aussparen. Ich weiß nicht, ob Dämonen Furcht, Zweifel oder Unsicherheit empfinden können, wenn überhaupt etwas eine solche Reaktion in diesen verdammten Geschöpfen hervorrufen kann, dann wären es sicherlich die Grey Knights. Was sind denn die Grey Knights? Ja, die Grey Knights sind etwas außerhalb der üblichen Astartes-Strukturen. Und zwar sind es Space Marines aller 20 Legionen, ausnahmslos Psioniker. Also wirklich jeder Grey Knight ist ein Psioniker. Meistens nicht sonderlich stark, aber es ist einer. Die machen eigentlich nichts, außer sich darauf vorzubereiten, Dämonen zu töten. Das ist quasi so die Dämonenfeuerwehr, ja? Die ruft man, wenn der Planet abbrennt. Ja? Also wenn du weißt, als Inquisitor, der Bloodletter hat gerade meine 5 Akolyten auf die Turmspitzen gespießt. Verdammt, ich brauche größere Geschütze. Dann hast du vielleicht von einem deiner Konklavenmitglieder mal gehört, dass es da diesen geheimen astropathischen Kanal gäbe, den man anrufen könnte, wenn es wirklich schlimm ist. Das sollte mich auch dazu sagen, die Grey Knights sind nicht wirklich öffentlich. Auch nicht innerhalb der Inquisition und auch nicht innerhalb des Ordo Malleus. Genau, also wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, jeder normale Bürger wird am Anfang dieses Podcasts erschossen und jetzt wird auch ein Inquisitor schon mal erschossen oder genau. ganze Planeten werden eingedampft, nachdem die Grey Knights dort aktiv waren, damit diese Grey Knights nicht bekannt werden. Das ist hoch illegal, dass man weiß, dass die existieren. Ja, man sollte auch sagen, die haben ihre Flottenbasis im Terra-System auf dem Saturnmond Titan. Genau. Also wenn ihr sie mal sucht, ne, da. Ziehen aber üblicherweise schiffsbasiert durch die Weiten des Imperiums und kümmern sich halt um die jeweiligen Notrufe meistens aus den Reihen der Inquisition. Wenn jetzt auftauchen, dann sind sie auch nicht nach Codex Astartes organisiert. Die haben ihre eigenen Organisationsstrategien, sind auch unabhängig von der Kontrolle des Senats und sonstigen Dingen. Ja, es ist wirklich die Demon Task Force und wirklich erkennen tut man sie zum einen an ihren recht ikonischen Schnabelhelmen und an ihren silbergrauen Rüstungen. Deswegen genau, heißen sie auch daher, Grey Knights. Genau, daher auch der Name Grey Knights, also grau, silber. Und sind tatsächlich dann die Eingreiftruppe. Sie sind, wie gesagt, alle Psioniker. Du sagtest schon, nicht unbedingt gut. Also es gibt auch ein paar lustige Rituale. Aber das Problem ist wirklich, bei den Grey Knights Psionikern geht es eher darum, wir brauchen Psioniker, um Dämonen überhaupt schaden zu können. Dass die sonderlich gut sind, muss gar nicht sein. Die können sich dann in ihren Trupps auch zusammentun, um gemeinsam ihre Psionik zu benutzen. Das ist dann besser. Aber so ein typischer Inquisitionspsioniker ist meistens sogar etwas besser als ein normaler Grey Knight Psioniker. Also das spricht jetzt wirklich nur von der psionischen Stärke, nicht von sonst irgendwas. Ja, genau. Also ansonsten sind sie natürlich ganz normaler Space Marines. Ja, also nicht ein ganz normaler Standard, aber die Space Marines sind sowieso immer besser in allem, was sie tun, plus ihre Reserverüstung. Und da sind die Grey Knights eben auch nochmal besser als normale Marines. Und sie sind auch mit ganz speziellen Waffen ausgestattet. Also die haben fast nur Psi-Waffen. Jeder Grey Knight hat üblicherweise eine Psi-Lanze, also quasi eine Waffe, wie auch normal Psioniker sie benutzen, die es quasi erlaubt, die psionische Energie mit in den Schlag zu legen. Auf die Details gehen wir jetzt mal nicht ein, aber sie haben Psi-Waffen, Nahkampf und Fernkampf, und das ist eher selten der Fernkampf. Sie haben spezielle Bolt-Shells, die Dämonen leichter verwunden können. Und sie haben auch ganz beliebt bei ihnen Psi-Flammenwerfer. Was zum Beispiel dem Marine auch erlaubt, die Flamme seines Flammenwerfers mit seinen Gedanken zu kontrollieren, was ziemlich praktisch ist. Ansonsten, sie haben ihre Identität aufgegeben, also die Vorgeschichte der Grey Knights ist nicht ganz klar. Wenn sie dann geschult werden und zu einem solchen Grey Knight gemacht werden, dann legen sie alles ab und sie vergessen das auch. Also sie wissen nicht, was vorher passiert ist. Sie sind jetzt auch tatsächlich bis zu ihrem Ende gegen einen sehr großen Dämon, sind sie im Auftrage und jagen eben andere Dämonen, aber eben auch andere Space Marines. Also auch wenn die Verräterbruderschaft dann mal anrückt, also die Verräter-Marines oder eben auch der Verdacht steht bei einem anderen, dass er korrumpiert sein könnte, dann kommen die auch. Ja, man sollte auch dazu sagen, das ist vielleicht eine kleine Abseits-Anekdote aus dem Tabletop, aber es gab da eine tolle Liste. Ich weiß nicht, ob die inzwischen immer noch funktioniert, aber die ist super. Absolut stylisch. Du kaufst quasi einen Inquisitor
4 Grey Knights und der Rest des Punktekapitals wird in Orbitalschläge investiert und sonst nichts. Ja, stellst du 5 Figuren auf den Tisch und irgendwo auf den Hügel am letzten Ende des Bretts und deutest in die Gegend und Orbitalschläge runter. Verzeihung, kleine Ausschweifung meinerseits. Ja, aber so kann man auch operieren. So kann man und so operieren auch manche Inquisitoren, so ist es nicht. Und ja, das waren im Großen und Ganzen erstmal die Grey Knights, würde ich sagen. Recht viel mehr kann, sollte man wahrscheinlich nicht zu ihnen sagen, weil die meisten Spieler keinen Kontakt mit ihnen haben werden. Außer, ihr entscheidet euch, welche zu spielen. Das geht nämlich. Dark Heresy bietet die Option, Grey Knights zu spielen. Das ist ganz amüsant. Aber ich würde es keinem Anfänger empfehlen. Genau, ich würde es eigentlich auch keinem Fortgeschrittenen empfehlen, was eigentlich Fahrt ist. Ja? Jeden Bürger, den du siehst und mit dem du sprichst, musst du danach eigentlich erschießen. Ja? Und ansonsten tust du nichts außer Dämonen schlachten. Und das ist nicht sonderlich amüsantes Rollenspiel, muss man ehrlich sagen. Also es gibt diese Regeln, aber ich glaube, wenn man tatsächlich einen Space Marine spielen möchte im Rollenspiel, dann würde es da dann die Deathwatch geben und die hat da doch ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Farbe, oder? Ja, und bringt uns auch ganz wunderbar nahtlos zum Ordo Xenos. Genau. Fangen wir erstmal mit dem Ordo Xenos an sich an und danach können wir auf die Eingreiftruppe, die schwere Eingreiftruppe, dem Deathwatch nachgehen. Genau. Ordo Xenos ist einer der diversesten Inquisitionsordos, einfach deswegen, weil es so viele Xenos-Rassen gibt. Genau, Xenos hatte ich ja beim letzten Mal auch schon erwähnt, aus dem Griechischen einfach das Fremde, also alles, was nicht menschlich ist, ist erstmal Xenos, es sei denn, es ist dämonisch, dann ist es Maleus wieder, aber die haben wir schon abgearbeitet mit einer großen Klammer drum. Ansonsten gibt es natürlich noch viele kulturschaffende Wesenheiten in der Milchstraße in der Galaxie. Wir kennen da die Orks, die Elder, die Dark Elder, Tau. Also es sind unglaublich viele, müssen wir uns alle in einem gesonderten Podcast nochmal ansehen. Da machen wir dann nur ganz große Klammer drum. Aber wenn es irgendwas Fremdweltliches, Nichtmenschliches ist, dann rufen wir den Ordo Xenos an und der kann dann uns hoffentlich weiterhelfen. Und je nachdem gibt es natürlich im Ordo Xenos auch noch Unterordos, die sich halt dann auf Elder, auf Orks oder auf sonst was spezialisieren. Die wollen wir mal alle außen vor lassen. Die fallen üblicherweise unter Ordo Xenos und genauer will es keiner wissen. Ja, richtig. Die Ordo Xenos sind, wie gesagt, ein recht diverser Haufen, weil sie halt je nach Alien-Spezies anders agieren müssen. Zum Beispiel wird ein Inquisitor, der sich mit den Elder beschäftigt, mit reiner Brutaltaktik nicht weit kommen, weil die Elder sind alle Psioniker, sie haben Wahrsager alle ohnegleichen in ihren Reihen. Kannst dir eigentlich schenken, die mit dem Vorschlaghammer bekämpfen zu wollen. Vor allem, weil sie normalerweise auch in die menschliche Gesellschaft eingreifen durch subtile Manipulation. Und da ist dann halt der Inquisitor auch gut beraten, das mit ähnlichen Mitteln zu kontern. Wohingegen ein Inquisitor, der sich mit Orks beschäftigt, vielleicht mal öfter den Hammer schwingen sollte, alleine, um mit seinen Gefangenen zu kommunizieren. Ja. Fangen wir erstmal an. Total auf den Xenos an. Orks töten ist sowieso nicht so sinnvoll, aber wir können ja erstmal anfangen, die Hände zu zertrümmern, die Beine, die Kniescheiben und dann gehen wir so langsam ein bisschen den Körper hoch, dass wir dem Ork so langsam ein bisschen Respekt beibringen können. Ist natürlich auch mal eine Sprache, eine sprachliche Differenz. Also es gibt natürlich auch ein paar Orks, die dann sowas wie imperial sprechen. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber auch bei Eldern, die haben auch ihre eigene Sprache, die Tau, wie gesagt, es gibt unglaublich viele und jeder hat eine eigene Sprache, jeder hat eine eigene Vorgehensweise. Da kann man sich also sehr stark dann spezialisieren. Da muss man auch sagen, bedient sich der Ordo Xenos auch gelegentlich der Adeptus Roditas, allerdings nicht der Militaris-Orden, sondern der Dialogus-Orden. Es gibt nämlich von Adeptus Roditas auch zivile Ableger quasi und die Dialogus sind quasi sowas wie der diplomatische Dienst des Imperiums. Ja, die sind die Übersetzer und die werden dann auch vom Ordo Xenos gelegentlich oder eigentlich das Öfteren angeheuert. Was heißt angeheuert? Berufen. Berufen trifft es besser. Genau. Das Problem ist jetzt, auch hier können wir natürlich einen generischen Bürger spielen, der jetzt rekrutiert wurde. Hey Bürger, du da mitkommen, du bist mir irgendwie aufgefallen. Und das macht nicht so viel Sinn, dass man den jetzt direkt drauf loslässt. Hier, verhandel doch mal bitte mit diesem 200 Jahre alten Super-Elder-Krieger, der dich beeinflussen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie geht jetzt so ein Plot los? Das könnten Ruinen beispielsweise sein. Ne? Das Imperium hat einen neuen Planeten entdeckt, 1.001.000. Und da finden wir jetzt untergegangene Städte im Sumpf. Und da kann man dann mal ermitteln. Also wenn das keine menschliche Architektur hat, dann könnte man ja erstmal mit dem Ausbuddeln anfangen.
Ja, das würde zwar normalerweise eher der Mechanikus machen, aber vielleicht hält der Oduxenus auch einen Blick darauf, um zu sicherzustellen, dass nichts abhanden kommt. Und das Abhandenkommen ist eigentlich auch ein großer Faktor für den Oduxenus und auch ein starker Punkt fürs Rollenspiel. Es gibt im Imperium den sogenannten Cold Trade, den kalten Handel. Und zwar ist es der Handel mit Xeno-Artefakten, die ja eigentlich verboten sind. Das genau. ist heiße Ware. Ja, wir haben ja die sogenannten Rogue Trader. Also das sind diejenigen, die dann eigentlich sowas wie eine Narrenfreiheit haben. Ja, die dürfen das aber auch. Nicht wirklich Piraten, aber genau, sie dürfen das. Ja? Sie haben dann irgendwie diesen Space Hive oder sowas entdeckt. Also irgendwie ein großes Raumschiff, sind da mal reingegangen, haben die ganzen Computer ausgebuddelt und verkaufen die auf dem nächsten Planeten weiter. Und irgend so ein Adliger stellt sich das dann ins Wohnzimmer, feiert eine große Party und zeigt dann mal auf diese Artefakte. Der Adlige darf das nicht. Und da greift genau. dann Oduxenus ein, nach dem Motto, hier, wir haben hier diese große Party und guck doch mal bitte nach, diese komische Lanze, die da irgendwie grüne Blitze um sich spielen hat, das sieht nicht ganz menschlich aus. Genau, das wäre so ein typischer Einstiegsakolytenjob im Oduxenus. Ja? Hier, du bist heute als Dienstbote bei der Feier von Augustus, keine Ahnung wem dabei. Schau dir doch mal das Ausstellungsstück an und vergleiche es mit diesem Pikt hier. Ja, und das wäre so ein typischer Oduxenus-Einstiegsjob. Genau. Man kann dann natürlich nochmal nach den Papieren fragen, wie sieht's denn aus, wo hast du das denn gekauft und hast du dann eine Lizenz für? Da kann man den Adligen kann man natürlich hochnehmen, aber wenn das dann in Richtung des Rogue Traders deutet, da muss man dann ganz, ganz vorsichtig sein. Da geht's dann wieder um Politik und da will man nicht wirklich ermitteln müssen. Genau, da fangen dann die unangenehmen Schwierigkeiten an, die dann besser auch der Inquisitor selber machen sollte, weil ansonsten, ja. Genau, ansonsten, was man neben Artefakten noch machen könnte, wäre irgendwelche Sporen, die sich jetzt ausbreiten und Leute verrückt machen. Ist das dann Xenos oder sind das irgendwelche dämonischen Sachen? Man weiß es nicht, untersucht das mal. Irgendwelche Gehirnmaden, die jetzt Leute beeinflussen. Also da gibt es eine ganze Menge von verschiedenen nicht-kulturschaffenden Aliens, die dann die Menschheit eben auch ausrotten wollen. Ja, da ist mehr als genug Material vorhanden für den Oduxenus, was auch dazu führt, dass der Oduxenus einer der größten ist. Einfach weil Xenos gibt's überall. Unter jedem Stein, den du umdrehst, ist ein Xenos. Genau. Und alle müssen weg. Naja, nee. Also, ich sag mal so, das imperiale Steak, ja, das Grox, ist ja auch ein Xenos. Ja, genau. Also, ja, Grox ist so die eierlegende Wollmilchsau. Ja, wie sehen die aus? Das weiß man nicht so genau. Das weiß man nicht. Also, ich habe auch keine Quellen. Ich habe keine Quellen gefunden. Ich habe nie die Mühe gemacht, das zu beschreiben. Es gibt Quellen, die behaupten, dass Grox große reptilienartige Elefantenwesen wären. Es gibt auch Quellen, die behaupten, dass es irgendwelche Wollmammuts wären. Die wahrscheinlichste Sache ist die, dass es in unterschiedlichen Teilen des Imperiums unterschiedliche Groxe gibt und man verkauft sie halt überall als Grox. Aber du, ich habe wie gesagt noch nie ein Bild von denen gesehen, aber ich hatte immer ein Bild von denen im Kopf, weil die immer so schön genau. beschrieben. Du kannst von denen Milch und Fell und Fleisch und das ist eierlegende, da ist alles dran. Und genau. Die werden gehalten im ganzen Imperium. Okay, ob das jetzt ein Tier ist oder ein Alien, ich glaube es ist nicht, es ist kein wirkliches Alien. Doch, also es das Imperium unterscheidet erstmal nicht zwischen Xenotier und Xenointelligent. Na gut. Ja, das ist einfach die absolute Diskriminierung von innen nach außen. Ja? Das Imperium sagt, alle Xenos sind gleich. Bestien, die den Menschen untertan gemacht werden müssen. Bestenfalls. Ja? Und von da aus arbeitet man dann meistens. Dementsprechend sind halt alle Xenos Xenos. Also auch eine nicht terranische Katze ist ein Xenos. Ja, gut, da hast du natürlich recht. Also alles, was nicht menschlich ist und nicht auf Terra geschaffen wurde. Richtig. Ja, dann kommen wir vielleicht auch, nachdem wir die zivilen, in Anführungszeichen zivilen Sachen, das im Oduxenus beleuchtet haben, auch mal zu deren Kammermiliz, die wir vorher schon angesprochen hatten. Deathwatch. Deathwatch, genau. Die ist jetzt im Gegensatz zu den Grey Knights des Ordo Malleus nicht geheim. Zumindest deren Existenz nicht. Im Gegensatz zu den Grey Knights laufen die alle in schwarz rum. Genau, schwarz mit silberner Brustplatte. Silberne Schulterplatte, Verzeihung. Genau, und die Schulterplatte kann dann nochmal so ein bisschen ausdefiniert werden. Normalerweise dienen die für eine gewisse Zeit in der Deathwatch. Das sind dann herausragende Space Marines, die aus ihren Orden dann weggeschickt werden. Nicht als Strafe, sondern als quasi große Ehre. Das ist dann, ja, da gibt es die verschiedensten Orden, die wir dann auch nochmal, wie gesagt, beleuchten müssen, die Black Templar, wir haben die Blood Angel, also aus den verschiedensten Orden werden die alle da reingeschickt, die legen dann ihre grünen, roten und blauen Rüstungen ab
bekommen eine schwarze Rüstung und dürfen dann ihre Schulterplatte, die darf dann immer noch grün, rot, blau, schwarz bleiben, was auch immer, und hat dann eben noch ihr Symbol drauf, damit dann eben jeder noch weiß, okay, du bist eigentlich ein Löwe, du bist eigentlich ein Wolf. Genau. Und die Deathwatch, die du ja hier auch schon schön abgebildet hast, legt großen Wert darauf, dass die Brüder, die bei ihr dienen, nicht permanent da sind. Also die machen üblicherweise, was man eine Tour of Duty nennt, 50 Jahre, dienen sie bei der Deathwatch und kehren dann in ihre Ursprungsorden zurück. Es gibt Brüder, die dann weitere Touren unternehmen. Die zweite, dritte Tour ist keine Seltenheit, wenn die Leute mal auf den Geschmack gekommen sind, wie man so schön sagt. Ja, und die Deathwatch nimmt natürlich die Leute auch gerne wieder zurück, weil, hey, sie müssen sie nicht wieder ausbilden. Und im Rahmen dieses Deathwatch-Aufenthalts erhalten die Astartes dann auch speziell das Anti-Xenos-Training. Also die größeren Xenorassen sind im Imperium natürlich bekannt und werden auch überall in der Galaxis angetroffen. Und dementsprechend bringt man diesen Marines dann natürlich auch Spezialtaktiken und Techniken bei, um mit diesen Xenos besonders gut fertig zu werden. Also es gibt natürlich dann die Xenos, wir haben sie schon erwähnt, die Elder. Aber das sind dann eher Leute, mit denen man auch tatsächlich verhandeln könnte. Es ist nicht überall im Imperium gerne gesehen, aber es gibt Inquisitoren, die reden gerne mit denen. Die nehmen auch gerne Xenotechnologie an, wenn sie denn radikal sind. Aber da braucht man nicht unbedingt braucht man da Space Marines und man braucht auch keine Deathwatch. Aber es gibt dann natürlich sowas wie die erste Alienrasse, wo man nicht genau weiß, woher dieser Schwarm herkommt. Der tauchte plötzlich auf und frisst sich durch die Planeten hindurch. Ja, wir sprechen hier natürlich von den Tyranniden, die allerdings auch sehr, sehr spät erst auftreten. Das ist zwar ein Primärgebiet des Rollenspiels der Deathwatch, aber eigentlich, das Problem ein bisschen ist daran, die machen auch sehr, sehr schlechtes Gameplay. Meistens ist das Problem mit Tyranniden, kommen wir noch dazu, die kommen halt runter, fressen alles auf und ziehen weiter. Und danach bleibt nichts. Da gibt es keine Plots oder es gibt vielleicht noch eine Vorausinfiltration, aber es ist nie wirklich interessant, ja? Also man kann das schon vergleichen mit so einem Kornplot. Man schießt sich durch Aliens durch und entweder man gewinnt oder man verliert, aber dann ist es halt vorbei. Und man kann ja auch nicht mit denen reden. Xenos, ja. Genau. Das ist halt so eine von diesen Alienrassen, die merkwürdig ist. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene andere Sachen. Den Orkischen War, da kann man. Ja gut, wollen wir was zu Orks sagen und den Wars, also die sie da ausrufen, ist halt auch viel Schießen. Also wirklich verhandeln kann man da nicht, oder? Doch schon. Das Imperium unterhält sogar eigene Orks-Söldnerbanden. Ist das so? Ja. je nachdem, wie gut gerade die Imperiale Garde oder so vertreten ist, gibt es Orks-Stämme, die sich im Normalfall von Imperium gegen Geld oder Tech anheuern lassen, um ihre Welten zu verteidigen. Das ist zwar nicht gerne gesehen, vor allem nicht im Kernimperium, aber draußen an den Rändern, wenn die nächste imperiale Gardeflotte 20 Jahre away ist, dann, Sterb oder Orks anheuern, was hätten sie gern? Ja. Jericho weiter, das ist auch ziemlich weit abgelegen vom Schuss und das dauert erstmal ein paar Jahre, bis da irgendein Schiff ankommt. Egal. Das dauert eine Weile, ja. Genau. Und dementsprechend, also ja, mit Orks kann man durchaus, ich sag mal, verhandeln. Ja, man muss die richtige Sprache mit Fäusten sprechen, aber es geht. Okay. Im Bereich des Möglichen. Ansonsten ist zu Deathwatch noch zu sagen, ist sie der Fokus des gleichnamigen Pen-and-Paper-Rollenspiels und sehr zu empfehlen, wenn man Astartes spielen möchte. Vor allem, weil du nicht aus dem gleichen Orden kommen musst. Genau. Sonst musst du dich eben mit du musst dich eben mit allen Spielern auf einen Space Marine Orden verständigen. Und vielleicht hat nicht jeder Lust, einen Space Wolf zu spielen. Diese Barbarenkrieger, die dann am meisten irgendwie ihre Waffen wegschmeißen. Ich habe zwar irgendwie einen schweren Bolter ausgerüstet, aber es macht mir gerade viel mehr Spaß, den Alien gerade mit meinen Fäusten zu schlagen, weil das ist halt barbarischer. Deswegen Space Wolf. Ja. Und der eine hängt dann da, denkt sich so, nee, da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust drauf. Ich will lieber irgendwie einen Löwen spielen. Und das ist dann besonders interessant, wenn dann die verschiedenen Ordos eine Vergangenheit haben und sich gegenseitig gar nicht mögen. Auch wenn ich den Bruder im Kampfe vielleicht gar nicht gekannt habe, aber er ist aus einem anderen Orden.
Genau. Und das macht dann auch wirklich massiv den Reiz des Rollenspiels in dem Sinne aus, dass man eben Brüder aus völlig verschiedenen Orden hat, die andere Persönlichkeiten mitbringen, die andere Gewohnheiten mitbringen auch, weil jeder Orden ja seine eigene Kultur stellt und aber trotzdem halt gegen einen gemeinsamen Feind zusammenarbeiten müssen. Und da ist dann auch der Vorteil am System, dass es relativ egal ist, was man bekämpft. Und nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, die fertigen Deathwatch-Abenteuer, die Fantasy Flight publiziert hat, sind mitunter das Beste, was ich jemals im Rollenspiel gelesen habe. Also nicht nur verstehen die Schreiber wirklich ziemlich perfekt, was genau die Charaktermotivationen sind, wie die Leute da reingehen. Sie sind wirklich so gut geschrieben, dass ich als Spieler dieses Buch aufklappen kann. Ich kann die erste Seite aufschlagen, beginnen vorzulesen und das Ding von vorne bis hinten durchmeistern. Kein Problem. Und das ist wirklich ein Geniestreich. Okay. Muss ich ganz ehrlich so sagen, kann ich nur empfehlen. Und legt vor allem, das muss man auch dazu sagen, legt vor allem schönerweise auch den Fokus in weiten Teilen auf die Interaktion zwischen den Astartes und der normalen Menschheit. Weil ja bei Xenos meistens der Fall ist, dass eben das normale Imperium von Xenos bedroht wird und dann die Astartes dazukommen und nicht so diese reinen Kill-Einsätze gefahren werden. Genau, so man kann das natürlich so spielen, stumpf ist Trumpf. Aber ich finde, es ist tatsächlich sehr viel schöner, wenn man A, die Interaktion zwischeneinander betont, sich gegenseitig so ein bisschen mobbt zwischen den Einsätzen und aufzieht. Und dann im Kampfe selbst arbeitet man natürlich Seite an Seite und da ist kein Millimeter Platz. Und danach haut man sich selber wieder so ein bisschen beim Training auf die Fresse. Und dann eben auch die Interaktion mit den Menschen. Das war bei den Grey Knights ja nicht der Fall. Da wird er einfach danach erschossen oder der ganze Planet eben weggedampft. Hier ist es eben möglich. Und man wird dann auch als Halbgott angesehen. Das ist einfach diese Engelskreatur, die landen dann mit ihren riesigen Schiffen und räumen dann da auf, wo wir mit 1 Million Menschen das eben nicht geschafft haben. Aber die laufen da eben rein, die Brüder, und zerhackstückeln dann eben das, was gebraucht wird. Das ist die eine Vorgehensweise der Deathwatch. Die andere, die man auch noch erwähnen sollte, ist, was auch einen großen Teil ausmacht, der Deathwatch. Und zwar unterhält, also die Deathwatch ist in Wachfestungen relativ stationär im Imperium angesiedelt. Und jede Wachfestung unterhält üblicherweise eine Flotte aus Killships. Was sind Killships? Killships sind ein rarer Fall von völlig selbstständiger KI im Imperium. Und zwar sind das, was man heutzutage als, als Lenkwaffen bezeichnen würde. Das sind warpfähige Schiffe, die ohne Navigator auskommen, autonom durch den Warp reisen können und nichts anderes tun, außer zu einem Planeten zu fliegen, Exterminatusbomben abzuwerfen und wieder abhauen. Und die sind unter dem Kommando der Deathwatch. Weil es eben auch die Aufgabe der Deathwatch ist, Xenobedrohungen auszulöschen, bevor sie zu einer Bedrohung werden. Und das bedeutet, wenn eine Exploratorflotte zurückkommt und sagt, hey, wir haben da übrigens 3 interessante Xenowelten gefunden, sagt die Deathwatch, danke für die Info, schicken gleich mal Killships los. Ja, und das gehört auch noch zu Deathwatch. Das wird natürlich, kommt im Rollenspiel so gut wie nie vor, weil wer fliegt da schon mit? Aber ja, damit haben wir dann, denke ich, auch Oroxenos und die großen Ordos schon mal behandelt. Genau, dann haben wir noch die kleineren Ordos. Du hast so eine kleine Liste mal rausgesucht. Ja, wir können natürlich alphabetisch starten. Ich fange einfach mal mit dem an, was ich am interessantesten finde, und zwar den Kornos. Das habe ich beim letzten Mal ja auch schon angesprochen. Die Warp-Reisen und die Effekte, die dabei auftauchen können. In der Tat. Ja, der Ordo Kronos, die sind meistens ja sehr prägnant benannt, diese kleineren Ordos, kümmert sich um die Integrität der Zeitlinie. Das ist quasi die Warhammer 40k Time Police. Die machen so Sachen wie, wenn ein Schiff zufällig zu früh ankommt, dann stellen die zum Beispiel sicher, dass bei diesem zu früh ankommen keine Informationen nach außen dringen, die irgendwie die Zeitlinie versauen könnten. Genau, also es gibt einen Auftrag, irgendwas wird gerufen, ich sage einfach mal, ein Inquisitionsschiff wird gerufen zu einem Einsatz, springt durch den Warp, klärt da eine bestimmte Bedrohung auf und springt dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Beim entweder hin oder beim Zurückspringen kann das jetzt natürlich passieren, dass der Warp-Strudel so ein bisschen Blödsinn macht, da hat dann wahrscheinlich Zinsch oder so seine Hände dann mit im Spiel und das Schiff kommt vor dem Anruf an. Und damit hier das Imperium nicht kaputt geht durch irgendwelchen Zeitablauf, die Veränderungen, hattest du eben schon angesprochen, durch Zeitanomalien, muss das einfach eben am Informationsweiterverbreiten gehindert werden.
Unter anderem. Die machen aber auch so Sachen wie Zeitreisende aufspüren und vernichten oder vielleicht aufspüren und befragen. Das weiß man auch nicht so genau. Aber man sollte auch dazu sagen, zu diesen Orts ist nicht allzu viel ausgearbeitet. Die werden am Rande mal erwähnt, ja. Und die sind auch meistens eher kleiner. Also so diese kleinen Orts, teilweise haben die nur 5 Mitglieder oder so. Mehr ist da nicht. Man sollte jetzt auch vielleicht noch kurz als kleinen Seiteneinschub erwähnen, wie viele Inquisitoren es eigentlich so gibt. Und das hängt so ein bisschen total vom Sektor ab. In manchen Sektoren, wie zum Beispiel im Calixus-Sektor, wo auch die Inquisitionsrollenspiele spielen, gibt es ziemlich viele Inquisitoren. Da redet man von Hunderten. Es gibt aber auch ältere Sektoren, in denen nicht so viel los ist. Da gibt es vielleicht auch nur 5 oder 6 Inquisitoren pro Sektor. Kommt total darauf an, wie gerade die Lage ist. Ja, wie die Xenobedrohung aussieht, wie die Maleus- oder Hereticus-Bedrohung aussieht. Ja, und auch wie beförderungshappy die anderen Inquisitoren sind. Weil ein Inquisitor wird ja nicht zum Inquisitor dadurch, dass er sich das wünscht, sondern dass quasi ein andere Inquisitoren dazu ernennen. Oder dass der andere eben stirbt. Also es kann eben auch sein, dass es dann diese Lücke gibt, die er dann auffüllen muss. Aber da muss man natürlich auch als Interrogator oder als Thronagent muss man da schon einiges geleistet haben. Es ist nicht einfach so, dass es eine Zwangsbeförderung ist. Gibt es zwar auch, aber die sind höchst selten, ja. Ansonsten sollten wir vielleicht auch noch den Ordo Aegis erwähnen. Schild, beziehungsweise aus dem Lateinischen dann Aegis, ist das Schild, das Tor von Cardia, was die genau. Überwachen. Der hat nichts zu tun, außer das Tor von Cardia zu erwachen. Das heißt, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es zu jeder Zeit auf Cardia mehrere Inquisitoren gibt, die auch vor Ort anwesend und aktiv sind. Der ganze Planet ist in einem ständigen Krieg. Daher sind auch die kardianischen Söldner bzw. Soldaten, die haben einen herausragenden Ruf im gesamten Imperium, weil sie immer im Krieg sind, gegen Dämonen, gegen Heretiker, gegen alles. Die haben einen großen Strudel, der schwebt direkt über dem Planeten drüber und wirft dann Scheußlichkeiten aus. Die müssen dann eben auch auf Cardia bewacht werden. Teilweise ist da auch so eine Raumflotte drumherum, aber viel spielt dann eben auch auf diesem Planeten und da agiert dann eben auch dieser eigene Ordo, der sich um das Tor von Cardia kümmert. Ja, das ist deren einzige Aufgabe. Ja, dann haben wir noch relativ klar zum Beispiel den Ordo Astartes. Überraschung, er kümmert sich um die Astartes. Das ist natürlich eine recht undankbare Aufgabe, weil, wie wir schon mal erwähnt hatten, die Ordensmeister der Astartes sind den Inquisitoren eigentlich gleichgestellt. Das ist mehr so, es hat was von Bankenaufsicht, ja? In unserer heutigen Zeit, ja? Ja, wir kümmern uns um die Banken und passen auf, dass sie keinen Unfug tun. Ja, right. Also, ja, ich meine, wenn es dann irgendwie so eine Verseuchung gibt und Astartes hat irgendwie das falsche Buch gelesen und wird dann so nach und nach ein bisschen pervertiert und will dann vielleicht zu der Verräterlegion wechseln, du kannst ihm halt nicht gegen das Bein treten nach dem Motto, hör auf damit, der macht halt, was er will und wenn er es getan hat, ist es zu spät, dann erschießt er dich einfach. Ja, das heißt, das ist eher so diese Ermittlungsorden, der dann versucht, die Koalition der Willigen zusammenzustellen und halt zu sagen, schaut mal, liebe Ordensmeister, wir haben diese und jene Beweise gesammelt, diese Orden, die Astral Claws oder wer auch immer, die sind übrigens diesem Schicksal anheimgefallen, sind dem Chaos anheimgefallen, wir müssen sie vernichten. Und dann schließt sich meistens eine Versammlung von anderen Orden zusammen, die halt dann diesen einen Orden auslöschen gehen. Mit der mehr oder weniger offiziellen Unterstützung der Inquisition und das ist alles ein bisschen politisch und alles ein bisschen schwierig. Aber genau. Alles in allem sehr undankbarer Job. Es gibt diesen Orden, genau. Ja. Also der bewacht einfach die Astartes. Es gibt noch einen anderen Orden, der Ordo Sicarius, der kümmert sich einfach darum, dass ein anderer Orden überwacht wird, und zwar die Assassinen. Die hatten auch im Verlaufe der 10.000 Jahre, beziehungsweise im Verlauf der 40.000 Jahre, haben die das ein oder andere Mal ein paar Probleme gemacht und seitdem gibt es noch einen Inquisitionsorden, der aufpasst, dass die keinen Blödsinn machen. Ja, auch mit mehr oder weniger viel Erfolg. Ja, es sind halt diese Leute, die werden ausgebildet zu töten mit offiziellen imperialen Auftrag und die erschießen dann halt die Leute, die sehr unbequem sind, aus den Schatten heraus. Die wissen, wie man sich verbirgt, die wissen, wie man eben arbeitet und die dann zu überwachen, es ist ja, halt schwer. Ja. Ja, die werden vor deinen Augen unsichtbar. Genau, und dann darfst du irgendwelche Gestaltwandler überwachen, die sich jede beliebige Form aneignen können und ja, viel Spaß. Genau. Also, auch scheiß Job. Ja. Genauso Sanctorum ist auch ein recht, naja, nicht ganz so undankbar, aber der Sanctorum Ordos kümmert sich halt um die Belange der Kirche.
Das ist jetzt nicht so sehr die Ketzerei nach außen hin, so, sondern es ist wirklich eher so, hält sich das interne Scheming der Ekklesiarchie im angemessenen Rahmen? Also ist dieses Schisma angebracht oder müssen wir die Ekklesiarchie-Konklave doch hinrichten? Solche Sachen machen die dann. Ja, aber wie gesagt, es gibt so viele Ordos, wie es Inquisitoren gibt, weil effektiv, sobald ein Inquisitor sagt, ich bin ein Ordo, dann ja. Ist er ein Ordo? Ja, dann ja, so, man, halt nicht. Man kann halt alles machen, was man will, aber eigentlich, wenn wir uns das richtig überlegen, wir könnten sie auch eigentlich alle in Maleus, Xenos und Hereticus einordnen. Es wird schon irgendwo werden sie reinpassen. Genau, irgendwo werden sie wahrscheinlich reinpassen. Und viele dieser Ordos, diese Suborders, sind auch in größere Strukturen organisiert, einfach um von deren Machtstruktur zu profitieren. Genau. Da funktioniert die Inquisition dann halt auch als politische Maschine. Es gibt aber auch ein paar Probleme, wo die Inquisition nicht funktioniert. Und das ist jetzt ganz unabhängig von den Ordos. Es ist egal, ob du Maleus, Xenos oder Hereticus bist. Du kannst trotzdem ja eine Einstellung haben. Und das ist dann nicht so sehr politisch. Das kann teilweise auch ja religiös sein. Ist es religiös? Ist es eigentlich eine Sinneseinstellung? Man wird normalerweise als Puritaner geboren und stirbt als Radikaler, wenn man das wenn man das so sagen mag. Die andere Richtung ist recht selten, ja. Ja, genau. Also es ist so ein One-Way-Ticket. Ja, wovon sprechen wir? Puritaner, Radikale, was ist das? Ja, im Großen und Ganzen unterscheiden die Puritaner in Puritaner und Radikal. Die wenigsten Radikalen sehen sich selber als radikal. Es geht dabei quasi um die Treue oder um die Prinzipientreue des jeweiligen Inquisitors, mehr oder weniger. Wie gesagt, das ist sehr subjektiv und eigentlich extern beurteilt. Machen wir erstmal Puritaner. Wie gehen wir diese Probleme jetzt an? Die Alien-Rasse kommt an, nimmt diesen Planeten ein oder möchte den jetzt unterwandern. Wie reagiert jetzt ein Puritaner darauf? Da haben wir auch wieder verschiedene Strömungen, je nachdem, wie krass man da ausgebildet ist. Die Amalalitaner, Monodominante und die Thorianer. Thorus haben wir vorhin schon gehört, beziehungsweise Sebastian Thor hat ja auch irgendwas mit der Kirche zu tun. Das sind so diese drei Strömungen. Wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. So, ich kann es jetzt leider nur am Beispiel der Monodominanten erklären, weil das die einzigen sind, die jetzt auf dein Beispiel passen. Erstmal grob gesagt, ein Puritaner geht es darum, nicht die Mittel des Feindes zu benutzen und nur sich auf die Menschheit, seinen Glauben und seine eigene Überzeugung zu verlassen. Und ein Puritaner sieht es üblicherweise als radikal an, wenn man sich den Feind in irgendeiner Weise zunutze macht. Jetzt gibt es Puritaner, die sind strenger, jetzt gibt es Puritaner, die sind weniger streng. Zum Beispiel, eine Xenorasse, sagen wir mal die Eldar, fallen auf einen Planeten ein, nehmen den ein und machen Anstalten, ihn zu halten. Ein etwas liberal eingestellter Puritaner möchte dann vielleicht sagen, okay, gut, bevor wir das imperiale Leben wegwerfen, schauen wir mal, vielleicht können wir ja diese Xenorassen irgendwie in Fraktionen aufteilen und gegeneinander ein bisschen ausspielen. Ja, ich rede irgendwie mit dem einen Ork-Clan und sage, ja, hier, der andere Ork-Clan hat übrigens die falsche Farbe an seinen Fahrzeugen. Genau. Geht da doch mal hin und hau den aufs Maul. Und wenn man ordentlich mit denen geredet hat, dann löschen die sich selber aus. Das wäre zumindest das Beste. Das wäre jetzt zum Beispiel so noch die liberale Version eines Puritaners. Der wirklich hartgesottene, konservative, absolut aufs Puritanismus bedachte, der monodominante Puritaner, würde das schon als Ketzerei ansehen. Ja? Weil man kann nicht mit dem Xenos, ich wollte gerade sagen. Nicht. Ja, dann schicke ich lieber eine Million Soldaten darunter, gebe den allen Flammenwerfer in die Hand, dann regeln wir das lieber auf diese Art und Weise. Und wenn dann 500.000 Soldaten dabei sterben, dann sterben sie für den Imperator und sie fahren halt in den Himmel auf. So schön. Genau. Sie fahren an die Seite des Imperators und wir mussten nicht die moralische Integrität der Menschheit riskieren, um dieses Problem zu lösen. Genau, das sind die Monodominatoren. Die Monodominanten, ja. Ist das Gleiche, wird manchmal auch unterschiedlich geschrieben. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Puritaner, also diejenigen, da gibt es dann viele verschiedene Abstufungen, grau und grau. Das ist nicht irgendwie statisch, sondern das ist ein sehr kontinuierliches Bild und verfärbt sich dann eben, bis man irgendwann zu verfärbt ist und dann irgendwann radikal ist. Genau, was es zum Beispiel wahrscheinlich ein Puritaner als radikal ansehen würde, in diesem Beispiel wäre ein Inquisitor, der runtergeht, mit den Orks spricht, sie gegeneinander ausspielt,
und sich dann ihnen im Kampf anschließt und Orkwaffen dabei benutzt. Orkwaffen benutzen? Ho, ja. Das ist ganz schön radikal. Ja, das ist schon, also zumindest aus Sicht einiger Puritaner, sehr radikal. Der Radikale wird natürlich argumentieren, ich hatte gerade nichts anderes, ging nicht besser. Ja, genau, also du hast dann also deine Waffe ist gerade leer geschossen. Entweder du nimmst jetzt das Messer, das Kampfmesser, oder, naja gut, daneben liegt so eine Orkwaffe von dem Typen, den ich gerade erschossen habe. Dann nehme ich jetzt das Messer oder nehme ich die Orkwaffe? Ich hatte gerade nichts anderes, ist dann gelogen. Ja, richtig, aber der Puritaner würde sagen, nein, du hättest das Messer nehmen sollen und im Zweifelsfall für deine Überzeugung sterben. Genau. Der Radikale, oder ich sag mal, der leicht Radikale, der eine Prise Radikale, würde wahrscheinlich einfach sagen, mein Gott, ich nehme jetzt die Waffe. Imperator, hilf und danke sehr. Danach schmeiße ich sie auch weg. Ja, das ist jetzt bei Orks kein ernstes Problem. Schwieriger wird's bei Mordomalius. Weil mal eben so ein Chaos-Artefakt zu verwenden. Naja, komm, wir können doch diesen Dämon rufen, Korn-Dämon, der hilft uns, die Orks zu zerstören. Ja, genau. Oder vielleicht rufen wir einen Nörgeldämon, um den Slanesh-Dämon zu bekämpfen. Ja, also da gibt es dann ganz, ganz schlimme Auswüchse. Und da ist natürlich auch, da sind natürlich dann auch die Puritaner sehr, sehr viel allergischer. Ja? Beim Oroxenos ist es noch so ein bisschen, naja, okay. Er hat jetzt vielleicht irgendwie so ein paar Glaubensprinzipien riskiert, aber kein ernsthaftes Risiko. Wohingegen bei Chaos natürlich bei jedem Kontakt die Korruption einfallen könnte. Auch regeltechnisch. Also nicht nur, das ist nicht nur ein Fluff, sondern das ist tatsächlich regeltechnisch. Wenn du anfängst, Dämonen zu beschwören, dann veränderst du dich auch. Und das kann man dann eben auch auf verschiedensten Bildern sehen, wenn dann der Inquisitor hat als strahlender Held angefangen, wird dann eben im Verlaufe seines Lebens, hat er dann mal diese Waffe gefunden und hat dann mal dieses Ritual gewirkt und dann verändert er sich und malt sich vielleicht selbst einen Chaosstern auf die Stirn. Wohin es auch gehen kann. Also, das muss nicht sein, ja. Es gibt auch Radikale aus allen Farben und Formen, die das ganz gut machen und die damit zurechtkommen, ja. Man muss nicht unbedingt dem Chaos anheimfallen, aber es kann halt passieren. Mhm. Und da ist eben dieser puritanische, radikale Split sehr viel härter als für Mordoxenos. Das beste Beispiel haben wir vorhin schon angesprochen, und zwar Eisenhorn. Er ist nicht nur jemand, der selbst dann auf dem Planeten geht und dann mit seinen Akoluten neben dem Feind steht, sondern er liest auch dann in Büchern an verschiedensten Stellen und probiert dann auch mal Rituale aus, um Gutes zu tun. Ja, er macht Schlechtes, um Gutes zu tun, und da ist dann Eisenhorn ein sehr gutes Beispiel. Er war mal Puritaner, ist jetzt mittlerweile radikal. Und hat dann auch andere Inquisitoren gejagt. Quixos selber, das ist so ein bisschen dann der Spoiler, das ist so ein bisschen der Endgegner. Das war selbst ein Inquisitor, selber radikal, und den hat er dann auch besiegt, um dann selbst auch in diese Schiene zu drehen. Also er selber ist radikal geworden, um einen anderen Radikalen aufzuhalten. Deswegen sagte ich vorhin, man wird als Puritaner geboren und wird dann immer weiter radikal, dann benutzt dann die Mittel des Feindes. Das geht dann auch bis hin zu extremen Abstufen, die ich vielleicht später noch erwähne. Ich sage nur Illuminati, aber das ist eine ganz, ganz weit entfernte Sache. Das ist jetzt bei Malleus das große Gefahr. Bei Hereticus ist es halt alles eine sehr starke Glaubensfrage. Ich meine, wer schon nun ein Heretiker ist oder nicht, Ansichtssache. Und dementsprechend wird er auch radikal und puritan relativ, am Rande behandelt. Wir hatten jetzt allerdings noch ein paar andere Fraktionen angesprochen, die du vorher erwähnt hattest. Die werden dann richtig krass. Nämlich die Amalathianer und die Torianer. Das sind die beiden anderen puritanischen Gesinnungen. Wobei man bei den Torianern etwas aufpassen muss, ob diese puritanisch sind, ist wieder Ansichtssache, was es sowieso ist. Aber ja, fangen wir erstmal mit den Amalathianern an. Das sind die Leute, die quasi glauben, dass das Imperium in seiner Ursprungsform perfekt geschaffen wurde. Und die um jeden Preis suchen, das Imperium in seiner aktuellen Form zu erhalten, als Imperator gewollt. Dafür tun die quasi alles, was irgendwie helfen könnte. Wobei sie die kleine Ausnahme eingefügt haben, also dass der Imperator darf schon was ändern. Alle anderen eher nicht. Zugegebenermaßen muss man sagen, der Imperator hat ja gelegentlich auch mal was geändert. Zumindest, in den letzten 10.000 Jahren war er ein bisschen inaktiv. Also klar, man kann so ein bisschen mit ihm kommunizieren. Aber zumindest in den Jahren davor, da hat er eine ganze Menge dann. Naja, auch in den 10.000 Jahren. Also M35 quasi die Absetzung von Vandire war Imperatorbefehl. Genau, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Der George Vendire hat dann gegen Sebastian Thor gekämpft
Daher leiten sich dann auch die Zorianer ab, aber das ist so diese Kommunikation, die er dann eben über Geist oder über Visionen machen kann. Wir wissen selber nicht genau, was damals passiert ist im Thronsaal, aber er hat kommuniziert. Irgendwie, genau. Und wie gesagt, da sind die Amalatianer halt eine sehr festgebackene Fraktion. Nicht ganz so krass wie die Mondnominanten, aber ja, sehr verkrustet. Und dann gibt es noch die Torianer, das ist ein lustiges Häufchen. Warum die als puritanisch gelten, ist ein wenig ein Rätsel. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das ist wahrscheinlich auch vielen Schreibern ein Rätsel, aber sie werden halt dazu gezwungen. Mit der schönen Games Workshop branded Gun to the Head. Ja, aber denen geht es quasi darum, sie glauben, dass der Imperator langsam weiter stirbt. Und sie hoffen, irgendwo ein mächtiges Gefäß zu finden, in das die Seele des Imperators einziehen könnte. Und dadurch quasi den Imperator zurück ins Leben bringt und zurück an die Herrschaft des Imperiums führt. Ja, du hattest schon so ein bisschen gesagt, Lutheraner, vielleicht auch so ein bisschen Jesus. Also man versucht irgendwie, Gott in einen neuen Körper zu pressen. Der Heilige Geist, der existiert zwar schon, aber wir wollen den Heiligen Geist jetzt eben aus seiner sterbenden Hülle befreien und dann in einen neuen Körper drücken, also Jesus quasi. Ja. Und man sollte auch so sagen, es gibt realistischerweise auch radikale und puritanische Torianer, halt Leute, die von nichts und niemandem zurückschrecken, um da ihre Ziele zu erreichen und irgendwie zu versuchen, also es gibt auch eine torianische Verschwörung, die darauf abzielt, den Imperator zu töten, damit sein Geist endlich frei wird und endlich in ein neues Gefäß einziehen kann. Ja, aber nennen sie bloß nicht radikal. Ja, das ist dann eigentlich nicht mehr puritanisch, ja, aber ja, man zählt die meisten Torianer zu den Puritanern, weil sie relativ freundlich agieren und man sagt, mehr oder weniger anständig sind. Genau. Belassen wir es mal dabei. Gut, dann machen wir weiter mit den Radikalen. Och, da gibt es verschiedenste. Also das ist dann nicht mehr grau und grau. Das kann dann, wie gesagt, sehr, sehr schwarz werden. Ich habe das gelesen. Ich dachte mir, ihr wollt mich doch verarschen. Also das kann doch nicht, das kann doch wirklich nicht das Ziel sein. Also, Istvan. Wollen wir mit den Istvanianern anfangen? Oder? Oder, naja, wobei, gut, bleiben wir den Istvanianern. Die sind auch gut. Ja, die Istvanier sind sehr eng verwandt mit den Horusianern. Genau. Leitet sich von Istvan 3 ab. Das ist ein Planet, der wurde, hat quasi so ein bisschen die Horus-Heresie eingeleitet. Ja. Da war das berühmte Landing Site Massacre, als die ersten Astartes zum ersten Mal gegen ihre Brüder feuerten. Gehen wir sicher in der Astartes-Geschichte nochmal darauf ein. Aber man sollte wissen, große Verrats, großer Ort des Verrats zu Zeiten des Bruderkriegs. Die sagen quasi, was an sich eigentlich gar nicht so falsch ist. Die Menschheit und das Imperium ist im Krieg geschmiedet. Und nur durch Konflikt können wir wachsen. Das ist ähnlich wie das kapitalistische Konkurrenzdenken, das wir heute haben. Nur durch Konkurrenz wird Fortschritt erzielt. Und auf einer ähnlichen Schiene fahren die Istvan ja auch. Ja, wenn es keine Konkurrenz gibt, also gibt es eigentlich sowieso immer, aber wenn es keinen Krieg gerade gibt, ja, dann sorgen wir halt selber dafür, dass es den Krieg gibt und vielleicht so einen Bombenanschlag hier oder da, damit wieder, ja, vielleicht auch ein paar Aliensporen, die wir aussetzen, damit wir eben diesen Zweifel sehen, damit das Imperium gemeinsam in diesem Krieg wachsen kann. Genau. Und das ist gar nicht so verblendet. Vergiss nicht, dass viele Welten im Imperium über Jahrhunderte hinweg keinen Kontakt zum Imperium haben. Und insofern übernehmen die teilweise schon eine relativ wichtige Aufgabe, dass sie mit ihren Schemes, mit ihren Plots dafür sorgen, dass die Welten nicht zu sehr verweichlichen. Das ist die moderatere Fraktion. Es gibt dann natürlich auch die anderen, die sagen, oh, wir hatten schon lange keine Navy-Gefechte mehr. Und da wird es dann problematisch. Ja? Aber grundsätzlich, die sind noch halbwegs okay. Ja? Also die haben eine zumindest nachvollziehbare Philosophie. Die Horusianer sind ein bisschen härter drauf. Genau, werden wir ein bisschen radikaler. Ja, Horusianer leitet sich selbstverständlich von Horus ab, also dem Anführer der Brüder, die damals ausgetreten sind. Genau. Und also die glauben, dass Chaos ein tolles Werkzeug ist. Und dass Chaos eigentlich unbesiegbar ist und man sich deswegen eigentlich zunutze machen sollte, anstatt es zu bekämpfen. Und sehen in Horus, der quasi der Champion des Chaos war, auch dadurch den Champion der Menschheit, weil das Chaos ja aus der Menschheit entspringt und dadurch man eigentlich sich
als ultimativer Ausdruck des Chaos quasi diese Macht zunutze machen sollte, um die Dominanz der Menschheit zu sichern. Das ist natürlich ein hartes Stück. Ja, das ist schon, das ist nicht mehr grau und grau, das ist halt hart schwarz. Ja, das ist, da ist nicht mehr viel mit Rechtfertigung. Und dementsprechend, diese ganzen radikalen Fraktionen sind natürlich auch sehr verpönt und operieren halt eher als Verschwörungen im Hintergrund. Ja, man muss sich halt vorstellen, das sind nicht irgendwelche Bürger, das sind Ordos, beziehungsweise das sind Einstellungen von Inquisitionen, beziehungsweise den Akkuluten, den Thronagenten, die alle dazugehören und die haben alle Macht, die haben alle riesige Schiffe, das sind nicht irgendwelche Verschwörer, sondern die haben irgendwann mal dem Imperium gedient und wollen jetzt eben, ja, also hochketzerisch. Ja, in der Tat. Und dann gibt's, ich sag mal, die gemäßigten Horusianer, das sind die Xantiten, die sind auch nett, die machen schon wieder irgendwie Sinn. Die sagen quasi, wir dürfen uns nicht durch unsere Mittel in unsere Aufgabe beschränken lassen. Wir müssen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, einsetzen. Und zwar alle. Das heißt, auch Chaos. Wir müssen es auch in Kauf nehmen, Ketzer gegeneinander auszuspielen. Wir müssen es vielleicht sogar in Kauf nehmen, Ketzer gegen uns selbst zu unterstützen, um sie später benutzen zu können. Ja, wir müssen die Bücher lesen, nicht einfach nur einschließen in die Bibliothek, sondern da können dann eben auch wichtige Sachen sein. Die sind so diese typischen, wir haben verbotenes Wissen, lasst uns was draus machen, Fraktion. Da gibt es natürlich jetzt auch wieder die eher Liberalen, die sagen, hoch, Chaos hier, Chaos da, gib mir mal ein paar Hexer, ich brauche heute welche. Ja? Und es gibt dann natürlich auch eher die Konservativen, die sagen, also nehmen wir die, die da sind, aber wir müssen keine neuen erzeugen. Ja, wenn es unbedingt sein muss, dann nehmen wir halt doch einen Psioniker mit. Ja? Manch ein Puritaner legt das schon als Xantit aus. Ah, ihr merkt, es ist kompliziert. Ja. Es ist vor allem sehr politisch. Das muss ich bei der Inquisition immer im Hinterkopf behalten. Es gibt keine wirkliche Wahrheit. Richtig. Überzeugungen und Fraktionen und Verbündete und Feinde und Konkurrenten. Und es ist alles irgendwie nicht so klar. Ja. Xantiten hat angesprochen, glaube ich, auch da ziemlich abgehandelt, da ist nicht viel mehr. Rekongregatoren. Oh ja, die fehlen noch. die sind auch nicht ganz falsch. Die Rekongregatoren sind aus der Sicht des 40. Jahrtausends zu sehen, des 41. und sagen quasi, womit sie auch recht haben, das Imperium ist alt, korrupt und verfallen und muss erneuert werden. Diese Erneuerung und Stagnationsbekämpfung ist natürlich kritisch, weil wir hatten ja vorher schon die Amalatianer. Die haben eigentlich genau das Gegenteil vor. Die wollen das Imperium so erhalten, wie es ist. Und die Rekongregatoren sind quasi die Reformatoren. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die Liberalen, die sagen, naja, da war jetzt diese Dynastie seit 5000 Jahren dran, hat das Ding runtergewirtschaftet, lass mal den neuen ran. Okay, ist noch relativ okay. Dann gibt es aber die, die sagen, ah ja, wie werden wir denn am besten los? Aha, zetteln wir eine antiimperiale Rebellion an, dann haben wir einen Vorwand einzumarschieren. So. Wieder eine andere Variante. Gibt es natürlich auch wieder an allen Facetten und Tonstufen, aber im Großen und Ganzen, ja, kann man sagen, Ringkongregatoren sind Reformatoren und Amalatianer die Konservativen. Ja? Das sind ziemliche Gegenpole, die beiden. Und das schließt sich jetzt natürlich alles nicht aus. Ja? Also, es kann ein xantitischer Rekongregator sein. Oder ein puritanischer Horusianer. Das war, natürlich, der Mann kann doch glauben, dass Horus der wahre Champion der Menschheit war, aber wissen oder der eigene Überzeugung sein, dass es falsch ist und also aus Sicht der Menschheit falsch und zum Untergang führt und dieses Wissen deswegen aus sich heraus bekämpfen. Und deswegen bietet er sich seinen Kollegen an, die das wirklich glauben oder von denen er glaubt, dass sie es wirklich glauben, um deren Schemata entgegenzuwirken. Geht alles. Und diese Infiltrationen gibt es innerhalb der Inquisition. Was auch ein Grund ist, warum viele Inquisitoren ihre Kader halt aus völligem Zufall rekrutieren. Weil, dass ich einen Typ, den ich zufällig auf der Straße aufgelesen habe, ein Agent eines anderen Inquisitors ist, ist recht unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt aber jemanden nehme, der aus irgendeiner Inquisitionsschule kommt oder mir vielleicht von einem Freund empfohlen wurde, ist der wirklich mir loyal? Kann ich dem vertrauen? Ja. Ich meine, für einen Psioniker ist es leicht zu lösen. Guck mal nach. Ja, aber nicht alle Inquisitoren sind Psioniker. Ja, vor allem auch nicht jeder Inquisitor hat auch diese Psioniker bei sich. Es gibt ja auch die Puritaner, die dann, vor allem die Monodominatoren, die dann auch sagen, wir wollen gar keine Psioniker in den Reihen haben. Ja,
Richtig, was natürlich irgendwie auch nicht realistisch ist, weil würde man die Monodominanten machen lassen, dann gäbe es auch keine Astropathen und keine Warp-Reisen und das Imperium würde auch zerfallen. Also, Es ist kompliziert, es ist schwierig, die Grenzen sind sehr stark verwischt. Man kann konservativ sein, man kann liberal sein. Es ist ein Schmier, einfach ein Schmier und alles dann in die Inquisition gepresst. Davon gibt es eben, ja, je nachdem, in welchem Orden wir gerade sind, je nachdem, in welchem Sektor uns wir gerade aufhalten, von der Milchstraße, gibt es die verschiedensten Leute. Die treffen dann ab und zu mal in großen Ratssitzungen aufeinander, verschiedene Lösungsstrategien. Man bekriegt sich gegenseitig untereinander und ja, also allein da kann man schon, da braucht man gar keinen Xenos, da braucht man gar keinen Dämon. Die hauen sich auch so schon in den Ratssitzungen dann auf den Kopf. In der Tat, ja. Ja, das darf man sagen. Ja, ich hatte jetzt vorher schon mal die Illuminati erwähnt und ich möchte die nochmal aufgreifen. Es gibt noch eine entscheidende Fraktion innerhalb des Imperiums und der Inquisition auch, und zwar die Resurrektionisten. Wir hatten gerade schon die Turianer, die quasi nach einem neuen Gefäß für den Imperator suchen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich die älteren Fans des 40k Universums eher beglücken und die neueren etwas verwirren, wenn ich das Sternenkind anspreche. Es gibt mehrere Theorien, was mit dem Imperator gerade ist, was mit ihm werden wird und was mit ihm werden könnte. Oder sollte. Oder sollte, ja. Und da spielen jetzt die Resurrektionisten eine relativ große Rolle. Denn es gibt durch die Galaxis verteilt mehrere Unsterbliche. Einer davon ist auch der Imperator. Und im Moment geht man davon aus, dass die Opferung von Psionikern an den Imperator seine Seele stärkt und ihn zur Göttlichkeit befördert. Ihn am Leben hält und für dieses Astronomikern sorgt, also dieses große Licht, was uns zum Navigieren hilft. Das auch, aber eben auch seine Göttlichkeit befördert. Zusätzlich zur Anbetung durch die Menschheit. Es gibt es aber auch Strömungen, die behaupten, dass diese Anbetung zur Göttlichkeit hin eine Erfindung des Chaos ist. Und die sind wahrscheinlich auch richtig. Also die Anbetung des Imperators geht auf Lorgar zurück, den Chaos-Primarchen, der schon vor den Bruderkriegszeiten angefangen hatte, den Imperator anzubeten, was ihm diese verboten hatte. Und man geht davon aus, zumindest im rein OT-Fluff, dass die imperiale Anbetung des Imperators als Gott aufs Chaos zurückgeht. Es ist jetzt also anzunehmen, dass der Imperator zumindest zur Zeit der Intronierung nicht wollte, ein Gott zu werden. Das ist auch erst so stark nach dem Bruderkrieg passiert. Genau. Also jetzt, wo er an diesen Leichenthron angeschlossen ist und sich selber nicht mehr wirklich mitteilen kann, seitdem existiert dieser ganz, ganz starke göttliche Fokus, der eben im gesamten Imperium so indoktriniert wird, auch eben von diesem Rat, der auf Terra sitzt. Seitdem ist das der Fall. Vorher war die Bevölkerung sehr aufgeklärt. Wir sprechen da von einem Zeitalter der Maschinen, von einem goldenen Zeitalter. In dieser Zeit war Religion ausdrücklich verboten. Also es gibt da schöne Texte, die nennen sich die imperiale Wahrheit. Das ist heutzutage in 40k ein absolutes Ketzertum. Aber das ist vom Imperator selbst geschrieben und verbietet ausdrücklich sämtliche Religion und sämtliche religiöse Anbetung seiner Person. Genau, jetzt keine Frage. Jetzt seitdem er angeschlossen ist, ist es merkwürdigerweise überall der Fall, dass wir ihn anbeten. Genau. Und daher ist davon auszugehen, dass es eine Chaos-Sache ist. Das ahnen zumindest einige Leute in 40k. Manche wissen es auch genauer, und zwar die Illuminaten. Jetzt sollte man fragen, wer sind die Illuminaten? Die Illuminaten sind eine ganz spezielle Gruppe von Leuten. Und zwar sind es Leute, die von einem Dämon besessen wurden und sich aus eigener Kraft exorzieren konnten, sich selbst exorzieren konnten. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, einen Dämon wirklich zu töten. Es gibt auch Geschichten von Inquisitoren, die es absichtlich angestrebt haben, sich besetzen zu lassen von einem Dämon, um den Dämon im geistigen Zweikampf zu besiegen und zu töten und ihre Kontrolle zurückzuerlangen und damit das Wissen des Dämons zu erobern. Aber viele haben es natürlich nicht geschafft. Viele haben es nicht geschafft, selbstverständlich. Ja. Aber es gibt einige wenige, denen das gelungen ist. Das sind die Illuminati. Die gibt es in allen Gesellschaftsschichten und Formen. Viele davon Inquisitoren, weil die durch ihre Willenskraft schon von vornherein begabt sind. Unter denen gibt es eine Verschwörung um das Sternenkind. Und zwar besagt es, dass die Seele des Imperators im Laufe der letzten 10.000 Jahre in viele Teile zerbrochen ist.
Manche Teile binden die Psioniker auf Terra zu Astropathen, andere halten es Astronomikern am Laufen. Die nächsten wiederum gewähren göttliche Kräfte. Es gibt auch andere göttliche Teile des Imperators, die durch den Warp oder Ad oder wie man es nennen will, schweben. Und gelegentlich findet ein Teil dieser Imperatorseele den Weg in die Realität zurück und wird als Mensch reinkarniert. Und das sind dann zumindest die Vorboten des Sternenkinds. Was man nun also versucht, diese Illuminati, sie versuchen, diese Sternenkinder zu finden, zu fangen und aufzubewahren. Bis zu dem Tage, an dem der Imperator sterben würde. Und sie dann gleichzeitig mit ihm auf Terra zu opfern, um die Wiedergeburt des Imperators in voller Größe anzustreben. Als Mensch, nicht als Gott. Weil sie eben davon ausgehen, dass die Gottwerdung des Imperators eigentlich ein Chaosplot ist und das kann nicht wirklich gut sein. Es kann aber auch sein, dass sie falsch liegen und dass bei der Tötung des Imperators einfach die Menschheit untergeht. Das Problem ist, man kann da nicht abspeichern und wieder laden. Wenn der Imperator einmal tot ist, dann ist das Astronomikern weg, dann verlieren wir quasi alles, dann wird das sowieso schon sehr dunkle Imperium noch einmal dunkler und Das weiß man nicht mal so genau. Genau, wir wissen aber nicht, was passiert, aber wir können aber nicht laden, das ist das Problem. Also wir können halt nur in die eine Richtung gehen und wenn der Imperator stirbt oder wenn ich ihn tatsächlich auch umbringe, weil wir gerade alle Sternenteile gefunden haben, auch blöd. Ja, und da sind so die Illuminati wirklich involviert und da kommen sie auch in Kontakt mit den Resurrektionisten. Die sagen, der Imperator muss wiederbelebt werden. Manche verfolgen das als wirklich direkte Wiederbelebung aus dem goldenen Thron raus, Körper wiederherstellen, go. Andere eben durch Opfer und Neutötung. Der Imperator wurde durch das Opfer von Schamanen erschaffen und die hoffen, diesen Prozess zu wiederholen. Das ist so dieses Resurrektionistentum. Da kommen wir in diese verrückten apokalyptischen Theorien hinein, was nun wo wie geschehen könnte. Nach oder vor oder um den Tod des Imperators herum. Man sollte aber dazu sagen, was du vorher meintest mit Astronomikern, man weiß nicht, ob das Astronomikern ausgehen würde. Ja, im Moment hält es der Imperator aufrecht, aber zu Zeiten des Bruderkriegs, muss man auch sagen, war der Imperator lange Zeit nicht auf Terra und das Astronomikern hat trotzdem von Terra aus geleuchtet. Ja, okay. Und während der Belagerung von Terra hat auch nicht der Imperator das Astronomikern bedient, sondern Malkador der Sigillit. Das hat er nicht lange überlebt. Aber ein normaler Mensch, mehr oder weniger, konnte das Astronomikern befeuern. Das ist gut möglich, dass das Astronomikern auch ohne Imperator einfach mit 1000 Psionikern am Tag befeuert werden kann. Ich glaube, wir wissen ja auch gar nicht, was mit ihnen passiert, oder? Also die werden einfach nur eingesammelt auf den schwarzen Schiffen, dann in die Nähe von diesem Thron gebracht und darüber liegt dann einfach so ein schwarzer Schleier. Also sind wir uns sicher, was da drin passiert? Es gibt ein paar ganz alte Zeichnungen des Astronomikerns, also die riesige Pyramide, in die diese Psioniker eingespannt werden. Man weiß aber nicht genau, wie diese Seelenbindung vor sich geht. Das Einzige, was klar ist, oder was eindeutig ist bei der Seelenbindung, ist, die Astronomen, die Astropaten, das Antlitz des Imperators erblicken. Und dann blind werden, oder nicht? Und dadurch blind werden, genau. Genau. Deswegen sind alle Schiffssteuermänner sind blind und können nein, sich dann eben... Nein, Navigatoren sind nicht blind, die haben drei Augen. Die Astrotelepathen. Die Astrotelepathen, ach richtig, die Astrotelepathen sind blind, so rum. Genau, die Telefone sind blind. Die Navigatoren sehen schon, wo sie hinfliegen. Ja, und dahin geht es dann effektiv auch, dass man sagt, man weiß nicht wirklich, was das Schicksal des Imperiums sein wird. Games Workshop hat sich natürlich mit dem neuen Fluff verabschiedet. Eigentlich nicht, sie haben sich wieder drum gedrückt, das zu sagen. Weil effektiv spielt der neue Fluff ja nur im Osten des Imperiums. Richtig, das ist richtig, weil ja. Der Warp wieder weiter aufgerissen ist. Ich glaube, um den neuen Fluff müssen wir uns nochmal wieder im ganz anderen Video kümmern. Das ist eine neue Baustelle. Und ja, ich wollte gerade sagen, also das verschieben wir erstmal nach später, ob wir das dann besprechen wollen. Da gibt es erstmal andere Sachen, die besser und wichtiger sind. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist so ein kurzer Ausflug in die Resurrektionisten, was die so ungefähr vorhaben und was bei denen geht. Da muss man eigentlich sagen, dafür, dass es für die so wenig Informationen gibt, es ist eine sehr breite Bewegung mit katastrophalen Auswirkungen, die du halt auch in der Inquisition findest. Und das Lexikanum führt hier zum Beispiel als dritte Option zu Puritanern und Radikalen auf, aber Geschmackssache.
Ich glaube, Geschmackssache ist auch der gute Abschluss für das Video. Ja, damit haben wir auf alle Fälle einen sehr guten Einblick in die Inquisition gegeben, okay. Wie ich glaube ich finde. Also man kann da natürlich noch weiter ausschwärmen. Es gibt viele, viele Bücher zur Inquisition, zur Untergruppierung. So in dem Rahmen ist das, glaube ich, sehr ausführlich und da kann man sich ein ganz eigenes Bild dann von der Inquisition machen, sodass wir dann eben beim nächsten Mal ein anderes Thema dann besprechen können und wir die Inquisition damit zumindest abgeschlossen haben. Ja, zu guter Letzt vielleicht noch als kleine Literaturempfehlung am Ende darf ich die kleine Kurzgeschichte The Last Church empfehlen. Und darüber hinaus, was ich auch vom letzten Mal schon empfohlen habe, Lord of Night von Simon Spurrier. Ja, genau. Ich würde als Filmtipp empfehlen für die Inquisition, um so mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ja, kannst du ihn empfehlen oder nicht? Event Horizon? Vielleicht als Warp-Einblick, aber nicht für die Inquisition. Ja, ich finde, man kann die sich angucken und so mal, damit man so einen kleinen Blick hat. Das ist so den einen Aspekt. Ich würde ihn aber auch ganz gerne mischen mit etwas, was so gar keinen Warhammer 40k-Aspekt hat. Aber dadurch, dass die Planeten ja eben alle sehr, sehr unterschiedlich sind, der Name der Rose, den würde ich auch gerne einmal erwähnen. Das sind zwar keine richtigen Inquisitionen, keine spanische Inquisition, aber es sind Ermittlungen in einem Kloster. Und das mit trifft ähnlich vielen Verschwörungen, ja. Genau, das trifft eben auch so ein bisschen diesen Aspekt. Also so eine Mischung aus Event Horizon und der Name der Rose. Also diese beiden Filme würde ich mal zu diesem Aspekt mit euch auf den Weg geben. Ja, dann danke ich für die Einladung ein weiteres Mal. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat zumindest dieser Einblick gefallen in die Schattenjäger, in die Inquisition. War jetzt doch ein bisschen länger als das andere Mal, aber dann sind wir jetzt auf alle Fälle mit dem Thema durch und ihr habt einen guten Einblick und ja, das nächste Mal können wir uns dann über die vielen weiteren Themen nochmal unterhalten. Die verschiedenen Xenos, dann haben wir, ich muss gerade mal gucken, die Space Marines, da können wir auch nochmal drüber reden. Was haben wir noch? Xenos, Space Marines, eventuell ziviles Leben. Also das wäre was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, fürs Rollenspiel einfach. Es gibt da einen hervorragenden Artikel auf DakaDaka, der so ein bisschen das zivile Leben im Imperium behandelt. Und das ist schon was ich zumindest als Rollenspieler, vor allem in Dark Heresy und eigentlich auch für Deathwatch schon anlesen sollte. Die Heimatwelten sind ja auch sehr unterschiedlich. Also ob du auch ein Kind der Leere bist, also noch nie auf einem Heimatplaneten warst und dann sehr, sehr groß und dürr bist und dann unter Gravitation leidest oder ob du von einer Feudalwelt kommst, ob du von einem Urzeitplaneten kommst, das sind dann ja auch alle sehr, sehr kulturelle Unterschiede. Stimmt, da können wir auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Effektiv, ja. Die Weltentypen im Imperium kann man machen. Wobei ich die eigentlich fast eher ins zivile Leben einweben würde. Mhm. Ja gut, ansonsten, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich für das Dabeisein, für deine Expertise, dass du uns hier wieder das Ganze ein bisschen näher gebracht hast und viele Missverständnisse aus dem Weg räumen konntest oder vielleicht auch vor einige gesorgt hast, über die wir dann ja, auch in den Kommentaren Bad Ramblings um die Illuminati und andere Verschwörungen herum. Genau. Schauen wir mal, was da noch so bei rumkommt. Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ja, wieder schon.